Ich bin nicht Nora Roland, wie Sie sehen. Ich bin immer noch Astrid. Unsere Kollegin Nora ist leider krank. Ich vertrete sie also und werde diese Diskussionsrunde moderieren. Ich möchte Ihnen den ersten Redner vorstellen, Jan Henrik. Ich glaube, über ihn muss man nicht viele Worte verlieren. Sie kennen ihn sowieso. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit zusammen. 5 Jahre lang haben wir das Umweltkolloquium organisiert. Es ist mir ein sehr lieber Kollege. Jan Henrik ist Assistenzprofessor in Kopenhagen am Saxo-Institut der Universität Kopenhagen. Er ist aber auch engagiert im Honest-Projekt. Das ist ein Horizont 2020 EU. Da steht History of Nuclear Energy and Society. Dafür stehen diese Honesty-Buchstaben in Dänemark. In unserem gemeinsamen Projekt hast du eine Art Führungsfunktion. Und du bist auch Stipendiat am ZZF, am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ich glaube, du hast wirklich über wirklich alles, was nur erdenklich ist im Zusammenhang der länderüberschreitenden Bewegungen. Wo ist eigentlich hier der Pointer? Ah, bewegt sich offensichtlich automatisch. Also willkommen alle. Ich hoffe, Sie haben alle das Mittagessen genossen. Das ist es, was die Menschen sich heute vorstellen, wenn sie von skandinavischen Ländern hören. Insbesondere, wenn sie über Dänemark nachdenken, über Energiefragen, über erneuerbare Energien. Das ist das Klischee. Das sind sozusagen die Pionierländer. Das seien die Länder, denen wir alle nacheifern wollen. Das seien die Länder, die von der Atomkraft auf Sonnen- und Windenergie umgeschwenkt sind. Das bezieht sich auf einen Slogan der dänischen Anti-AKW-Bewegung. Wir sind gegen Barschebeck. Wir warten mal, bis Barschebeck geschlossen wird. Und dann haben wir noch Sonne und Wind. Ich werde es nicht auf Dänisch vortragen. Ich werde Sie nicht martern mit meiner dänischen Aussprache. Was ich aber wirklich sagen möchte und versuchen möchte, ist heute eine längere Linie zu ziehen von der aufkommenden Kritik der Atomkraft in Dänemark in den 70er Jahren hin zu den Reaktionen auf Tschernobyl, auch als Beitrag zu unserer Leitfrage. In welchem Umfang ist das wirklich ein Wendepunkt oder ein Katalysator? Was ich hier mache, stützt sich auf Forschungen für das Honest-Projekt. Insbesondere stützt es sich auf Quellen, die ich im dänischen Reichsarchiv gefunden habe. Das ist die Sammelstätte für die OAE. Also die zentrale Archivierungsstätte des Zentrums für Nuklearenergie sowie auch andere Quellen ab den 1970er Jahren. Dieser Vortrag stützt sich also wesentlich auf das, was ich gefunden habe. Die Akteure sind also im Wesentlichen staatliche Akteure, zu einem gewissen Umfang aber weniger ausführlich. Hauptsächlich jedoch geht es um die Hauptakteure der Anti-AKW-Bewegung. Als ich die Datei suchte, Sowjetunion 1983 bis 1986, auf der Suche nach Material zu Tschernobyl, da fand ich das hier. Das ist eine Art Neujahrskarte, welche die DDR-Botschaft in Kopenhagen meinen Freunden von der Anti-Atom-Bewegung zusandte. Sie sehen hier ein Gebäude, das nicht mehr vorhanden ist. Das wurde in fast weniger als 10 Jahren
nach Tschernobyl abgerissen. Das ist im Grunde eine indirekte Bezugnahme auf das Ende des Kommunismus und auch auf das Ende der Atomenergie. Jetzt ist das hier mittlerweile, sitzt der Bertelsmann-Stiftung in einem Art nachgeahmten Barock unter den Linden. Diese Neujahrspostkarte fiel mir in die Hände und fragte mich, warum eigentlich eine Neujahrsgrußkarte von der DDR-Botschaft? Wie kommt es denn, dass die so etwas bekommen haben im Dezember nach Tschernobyl und beziehungsweise Januar 1987? Dann tauchte die ganze Geschichte auf. Zunächst sah ich die Antwort der dänischen Nichtregierungsorganisation war nicht so diplomatisch. Sie beschwerten sich, dass die Materialien, die sie von der Botschaft angefordert hatten, nicht eingetroffen seien. Und sie haben sich auch sehr deutlich dazu geäußert, dass diese Tschernobyl wirkt überall Kampagne, dass diese Aktivisten verhaftet worden seien und hinter Schloss und Riegel seien. Das hätte nicht passieren dürfen, denn sie hätten ja mit denen in Kontakt gestanden. Das habe stattgefunden bei einem Besuch in Ostberlin. Es gab eine Delegation der Anti-Atom-Bewegung in Ostberlin. Sie wurden durch das Außenministerium und weitere staatliche Stellen empfangen. Es habe gute Gespräche gegeben, gute Gespräche im Oktober. Und all die freundlichen Vertreter der DDR-Regierung schlössen nun einfach Menschen weg, die eigentlich ein vertretbares Anliegen verkörperten. Also, wie konnte das geschehen? Die DDR war auch nicht unschuldig. 1984 wurde 8 Leuten klar, dass sie durch die Stasi beobachtet worden waren, also den Ostdeutschen Geheimdienst. Nicht nur hatten sie das offizielle Programm beobachtet, das haben sie dort gefunden, in einem anderen Dokument. Diese beiden wussten offensichtlich voneinander nichts. Sie berichteten auch darüber, was die dänischen Anti-Atom-Aktivisten taten, als sie das offizielle Programm abgeschlossen hatten, nach den Treffen mit den Regierungsvertretern, nämlich, dass sie mit Leuten von der Umweltbibliothek zusammentrafen, dass sie Literatur in der Landessprache verteilten für die Umweltbibliothek. Und es gab einige Anmerkungen, die die Dänen äußerten, dass sie es nicht so interessant fanden, zu den offiziellen Regierungsvertretern zu sprechen. Was geschah hier eigentlich? Nun, was hier geschehen ist, ist, dass die dänische Anti-Atom-NGO, die Anti-Atom-Informationsstelle, sich in eine Kampagne eingelassen hatte, in einer Art NGO-Diplomatie, wie ich das gerne nenne. Das ist ihre Antwort auf Tschernobyl. Sie heißt da strahlende Nachbarn. So nannte sich diese Kampagne. Also, welche sind diese strahlenden Nachbarn? Damals gab es in Dänemark kein Nuklearprogramm mehr. 1985 wurde beschlossen, nicht Atomenergie zu nutzen, strålende Nabor. Also die strahlenden Nachbarn, die Schweden, die Westdeutschen, sie sehen auch die AKWs dort, aber auch die Ostdeutschen. Was sie hier also haben, ist wirklich die Reihe der AKWs an der Elbe Greifswald und Schweden mit dem AKW Barschebäck, Ringhals-AKW. Sie können es sehen. Ganz nahe am Gebiet des dänischen Staates. Nun, was wollte die Kampagne? Woraus bestand sie? Diese strahlende Nachbarnkampagne bestand aus 4 Komponenten. Das ist meine Analyse. Erstens,
bereits bestehende grenzüberschreitende Proteste und die NGO-Diplomatie wurde verstärkt. Seit 1966 hat es immer diese Anti-Barschek-Bewegung gegeben, Proteste, Demonstrationen dagegen. Es war aber nicht nur eine Anti-Atom-Botschaft, sondern auch eine pro-erneuerbare Botschaft. Sie sind also über Barschek-Programmsetzung hinausgegangen, insofern als sie zunehmend die Gefahren, die aus Osteuropa kamen, erkannten. Und ihnen wurde auch klar, Osteuropa ist nicht so weit weg. Nur 100 Kilometer sind es ja von der dänischen Küste nach Greifswald in Westpommern. Sie waren ganz schlau, hier das Spiel des Kalten Kriegs mit seinem Wettlauf zu spielen, Ost und West gegeneinander auszuspielen, insbesondere Deutschland-Ost gegen Deutschland-West. Das zeige ich auch gleich noch. Sie profitierten auch von grenzüberschreitenden Anti-Atom-Netzen im Bereich der Aktivistenkampagnen. Lutz Metz etwa, der ja hier sitzt, auch Mitgliedern der Grünen Partei hier in Berlin. Und sie fragten, mit wem sollten wir in Ost-Berlin sprechen? Wer weiß eigentlich etwas über Atomenergie? Sie nutzten also ihre Kontakte. Sie hielten in West-Berlin ihre Pressekonferenz ab, nachdem sie Ost-Berlin besucht hatten. Sie waren sehr geschickt darin, diese Netze spielen zu lassen und auch die Logik des Kalten Krieges zu ihren Gunsten zu wenden. Was haben Sie praktisch gemacht? Nun, praktisch haben Sie zunächst einmal einen offenen Brief gestützt mit 160.000 Unterschriften. Ich zeigte Ihnen die Unterschriftenliste vor einer Minute. Parallel dazu nahmen Sie Kontakt zu den Botschaften auf. Sie inszenierten eine große Protestdemonstration von einer Botschaft zur anderen. Symbolisch überreichten sie diese miteinander zusammengehefteten Unterschriften. Sie bekamen eine Einladung von der DDR, die dem ein ganz offenes Ohr lieh, überraschenderweise, möglicherweise auch, um ihren internationalen Status zu verbessern, sodass sie auf der Weltbühne anerkannt würden. Sie wurden zum Botschafter eingeladen. Sie wurden sogar schließlich nach Ost-Berlin eingeladen, wie ich vorhin zeigte, Mitte Oktober 1986, etwa ein halbes Jahr nach Tschernobyl. Sie haben auch klare Prioritäten benannt. Das ist der offene Brief. Dort nennen Sie die 162.000 Unterschriften, das sind die Prioritäten. Sie haben eine überragende politische Priorität. Man muss wirklich eine große Priorität, erstens Greifswald schließen, zweitens mehr Informationen, sicherheitsrelevante Informationen in da ganz eindeutig dieses AKW Greifswald und die Pläne zur Erweiterung des AKWs das dänische Territorium betreffen. Sie verlangen Zugang für die Öffentlichkeit oder Zugang zur Öffentlichkeit. Sie wollen in den staatlich kontrollierten Medien eine Erklärung veröffentlichen. Sie wollen in Kontakt mit den Kritikern der Atomkraft in der DDR treten. Das ist auch durchaus etwas, was nicht sehr zum Gefallen der Regierung sein konnte. Und sie bezogen sich auf internationale Vereinbarungen. Was aber interessant ist, ist, dass sie auch etwas anbieten. Sie verlangen nicht nur Dinge, sondern sie bieten auch an. Hey Leute, guckt mal, wir sind diejenigen, die alles wissen über den Übergang zu erneuerbaren Energien. Wir können euch dabei beistehen. Das bieten Sie an. Sie sind also sehr zuversichtlich. Und Sie sagen, wir haben den nötigen Sachverstand. Sie fassen auch nach. Sie nutzen die Netze, die Sie haben. Das hier ist eine Presseerklärung. Sie berichtet über den Besuch in der DDR
Ein offener Brief an Uwe Barschel, den Mann, der dann in der Badewanne in Genf starb. Er war aber damals der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins. Er war derjenige, der die Entscheidung zu treffen hatte über die Betriebserlaubnis und sogar die Inbetriebnahme der Anlage in Brockdorf, die interessanterweise nach Tschernobyl geschah. Und dann sagten wir, wir haben ja mit den Vertretern der DDR gesprochen, dann sage ich, bitte Helmut Kohl, antworten Sie mir. Also wenn die DDR reagiert, dann ist es doch eine Schande für Westdeutschland, nicht zu reagieren. Also, das geschah nach Tschernobyl im Rahmen dessen, was die dänische Anti-Atom-Bewegung tat. Warum haben Sie so reagiert auf das Ereignis von Tschernobyl? Ich habe hier eine knappe Übersicht über die Geschichte der Atomkraft vorbereitet, die einbezogenen Akteure und die Energiedebatte, die dann letztlich den Anschwung für den Übergang zu den Erneuerbaren führte. Und dann werde ich einige Schlussfolgerungen ziehen. Nun, bis 1973 schien alles für die Atombefürworter sehr gut auszusehen. Die Dänen hatten einige der wichtigsten Erfindungen in Bezug auf Atomkraft im Niels Bohr Labor in Kopenhagen getätigt worden. Die Dänen haben auch die Atoms for Peace Bewegung unterstützt. Sie haben ein Zentrum in der Nähe von Kopenhagen, ein Forschungszentrum in der Nähe von Kopenhagen errichtet, was wir über Schweden gehört haben. Wollten sie auch ihre eigene Liste von AKWs errichten? Alles das lag ganz im üblichen Hauptstrom der Überzeugungen in den Ländern. Also, sie wollten Uran aus Grönland verwenden. Das führte aber zum Fehlschlag 1960. Das war auch aber nicht nötig, denn sie verließen sich ganz auf billiges Öl. Das ist wirklich ein Bild von Niels Bohr und das Forschungszentrum in Risø. Sie sehen schon, wie das wirklich in glitzernden Broschüren verkauft wird und angepriesen wird, das Forschungszentrum. Alles farbig bedruckt, mit einer Zeichnung von Niels Bohr, angefertigt von Umi Baba, der auch gestern erwähnt wurde. Dann schlug die Ölkrise zu. Sie hatten das Problem von 90% ihres Energieverbrauchs war auf Erdöl gestützt. Und 90% dieses Öls kam aus dem Nahen und Mittleren Osten. Sie waren also schwer getroffen, denn die gesamten Stromkraftwerke beruhten auf Importöl. Es gab ganz wenige heimische Ressourcen. Erst 1972 begannen sie mit Öl- und Gasabbau in der Nordsee. Der größte Stromversorger in Dänemark, die bereits aus Schweden Nuklearstrom bezogen hatten, stellten Anträge auf Betriebsgenehmigungen oder Baugenehmigungen. Durch das Bildungsministerium wurde diese Genehmigung erteilt. Es gab ein Gesetz aus dem Jahr 1962, da wurde gesagt, alle diese Atomanlagen können Betriebserlaubnis erhalten. Und das ging noch zurück auf die Zeit 1962, als alle diese Atomanlagen Forschungsreaktoren waren. Das wurde im Parlament diskutiert. Es wurde zunehmend gefühlt, dass man eine ausführliche Debatte brauchte. Das ist die Organisation für Nuklearinformation, die hier sich meldet. Diese Organisation wurde im Gefolge der Stockholmer Konferenz von 1972 gegründet, von Menschen getragen, die in christlichen Organisationen sehr aktiv waren. Und sie waren sehr gut im Organisieren. Sie sagten tatsächlich, wenn wir wirklich eine starke landesweite Organisation haben, dann müssen wir
Päckchen mit unserem Briefkopf an alle lokalen Gruppen senden, sodass die nicht auf den Gedanken kommen, dann einen eigenen Briefkopf mit eigenem Logo zu entwerfen. Sie sehen also, wie zentralisiert und wohl organisiert sie waren. Dann gab es eine Art Schwesterorganisation, die Organisation für erneuerbare Energien. Politisch und fachlich wollten sie die andere Organisation unterstützen. Da gab es auch ein gemeinsames Papier. Dieser Drang zu den erneuerbaren Energien stützte sich auch darauf, dass sie bereits erste Ansätze grenzüberschreitend aus den 70er und 80er Jahren hatten. Sie wollten ihre kleineren erneuerbaren Produktionsstätten wirklich verhökern oder sozusagen an den Mann bringen. Sie haben diese wirklich Hochglanzbroschüre dann erzeugt. Im Gefolge dieser Diskussion über die Zulassung von Nuklearanlagen im Jahr 1974 hatte die Regierung beschlossen, also sie reagierten auf diese Anfrage der OEE. Und wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte. Die gesellschaftliche Debatte wurde für damalige Verhältnisse ungewöhnlich geführt, durch den Staat finanziert, organisiert durch die damalige Gymnasiastenbewegung, Oberschulbewegung und konnte auch gestützt werden durch Spenden. Das war also nicht eine Art Lobbyarbeit, wo man eben die Seele des Volkes massiert. Nein, das ist wirklich von unten her gewachsen. Nur ein Jahr lang lief das, dann wurde beschlossen, die Finanzierung einzustellen. Das Ergebnis dessen war aber, dass es wirklich eine offene Debatte gab. Die OEE und andere Nichtregierungsorganisationen haben enormen Profit daraus gezogen, weil sie eben Zugang zu offiziellen Quellen hatten, was normalerweise schwer ist. Das hat auch zunehmende Skepsis verbreitet und auch die Suche nach Alternativen beflügelt. Dieser Buchumschlag zeigt auch diese Suche nach Alternativen. Das ist der Umschlag hier, dieses Komitee für Information über Energie hat eine Buchreihe herausgebracht. Eine dieser Buchreihen war der erneuerbaren Energie gewidmet. Man hatte also zugleich eine utopische wie auch praktische Sichtweise auf dieses Thema. Warum ist Dänemark letztlich nicht auf dem Pfad der Atomenergie gegangen? Darüber haben wir schon gesprochen. Es waren Spaltungen innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. Erst war es ein Drittel, dann gab es eine Studie zum Thema Nuklearabfall und Mitte der 80er Jahre wurde da beschlossen, diesen Weg nicht weiter zu verfolgen. Was lernen wir daraus? Was sind die Schlussfolgerungen, wenn wir nun direkt hineingehen und die Kamera richten auf die Anti-Atom-Bewegung in Dänemark und zugleich einen Blick auf Tschernobyl werfen. Was zeigt uns das über den Wandel in der Umweltpolitik? Einerseits kann Tschernobyl als Katalysator gelten. Es verstärkte bereits bestehende Trends hin zu länderübergreifender Kooperation und internationalen Protesten, Protesten gegen die Atomkraft. Es gab aber auch eine ganz starke und pragmatische. Wer hat gestern über die pragmatischen 68er gesprochen? Das war Joachim Rathkau. Also es gab diese pragmatischen 68er, die sich ins Zeug legten für Erneuerbare. Zweitens kann Tschernobyl auch als Wendepunkt gelten, nämlich was die Bewusstseinslage angeht. Es gab ein zunehmendes Bewusstwerden der Gefahren aus Mittel- und Osteuropa und dann führte das auch zu zunehmender Kooperation als sehr viel Entwicklungshilfe für die Organisation für erneuerbare Energien gegeben wird, das dann auch weitergereicht wird an mittel- und osteuropäische Kampagnen und Initiativen in diesem Bereich. Vielen Dank, ich freue mich auf Fragen. Introduce you to the Danish debates about nuclear power. Also das war unsere Einführung in die dänische Debatte. Und jetzt kommen wir zu Stephen Milder, einem Assistenzprofessor
an der Universität Groningen in den Niederlanden. Und er hat im Bereich der Politikwissenschaften lange Zeit Studienarbeit geleistet. Jetzt kommt auch bald ihr neues Buch raus, Greening, Democracy. Das ist, glaube ich, basierend auf ihrer Doktorarbeit, die schon vor längerer Zeit abgeschlossen wurde. Das heißt, diese Doktorarbeit diente dann später als das Manuskript für das Buch. Stephen ist auch bekannt für Veröffentlichungen zum Thema der Grünen, insbesondere zu Petra Kelly. Und gemeinsam haben wir auch einige Publikationen vorgelegt. Wie schon gesagt, es gibt eben bald auch ein Buch zum Thema kapitalistische und kommunistische Länder und die dort durchgeführte Umweltpolitik. Das Buch wird also auch bald veröffentlicht und Stephen trägt zu diesem Buch auch einen Aufsatz bei. Und jetzt haben sie ein neues Forschungsprojekt, nämlich Klimawandel in Westdeutschland und den USA. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag und mehr über dieses Projekt zu erfahren. Zunächst einmal, Astrid, vielen Dank für diese warmen Worte, für diese freundliche Einführung und auch vielen Dank an die Organisatoren, die mir die Chance geben, zum ersten Mal ganz zu Beginn dieses neuen Projekts, in dem ich arbeite, schon mal etwas dazu zu sagen. Es ist ein Projekt zum Thema Klimawandel, Politiken und insbesondere Deutschlands Energiewende. Und es wird mit Sicherheit auch einen Vergleich zu den USA geben in diesem Werk. Also, Annika und allen anderen, die die Vorbereitungsarbeit für diese, wie ich finde, hervorragenden Konferenz geleistet haben. Also, heute möchte ich über Folgendes sprechen. Ich habe dieses neue Projekt, das möchte ich kurz vorstellen und ich freue mich über die Chance, das hier zu tun und freue mich auch auf Ihre Kommentare und Ihr Feedback. Die Grundfrage dabei ist letztlich die Frage, die ja auch die Veranstalter für ihre Konferenz ausgewählt haben, nämlich die Frage, was hat sich durch Tschernobyl verändert? Dabei möchte ich mir aber nicht nur die Atompolitik, sondern insgesamt die Umweltpolitik in Deutschland vornehmen und das Ganze auch in Bezug setzen zur deutschen Energiewende. Ich werde aber in meinem Vortrag versuchen darzulegen, dass Tschernobyl auch eine Auswirkung hatte auf Deutschlands zunehmenden Ruf als grünes Land im Zusammenhang mit dem Klimagipfel von Rio 1992 war Deutschland und auch die deutsche Umweltpolitik und die Klimaschutzpolitik Deutschlands letztlich auch ein Thema, das international viel Aufmerksamkeit erregt hat. Insbesondere natürlich der Übergang zur grünen Energie, die Energiewende. Das ist etwas, worüber weltweit in der Presse diskutiert wurde. Natürlich wurde es auch oft kritisiert, aber zumindest wurde Deutschland dann immer wieder als einführendes Beispiel für eine Industrienation zitiert, die sich ernsthaft gegen den Klimawandel stemmt. Also, das ist der weltweite Ruf, den Deutschland genießt in Bezug auf Umweltschutz und den Kampf gegen den Klimawandel. Und von einem amerikanischen Wissenschaftler wurde Deutschland sogar schon einmal als die grünste Nation bezeichnet. Und derselbe Forscher hat dann auch gleichzeitig in seinem Werk gesagt, dass Deutschland eigentlich erst sehr spät in seine unerwartete grüne Führungsrolle geschlüpft ist. Ende der 80er Jahre, zur Zeit von Tschernobyl und kurz vor dem Fall der Mauer, hat dann die deutsche Regierung Umweltbelange mit berücksichtigt und insgesamt in den 80er Jahren auch diverse technische Vorkehrungen getroffen, um eben um die Umwelt zu schützen. Und das war letztlich die Grundlage für Deutschlands grünen Ruf. Wenn man sich dann einmal die Geschichte der Energie ansieht, die Geschichte wird ja auch schon geschrieben, schriftlich festgehalten. Teilweise gibt es dann sehr positive Reaktionen auf die Energiewende. Und davon haben wir hier ja auch schon gehört. Aber diese Geschichten der Energiewende, die geschrieben werden, fokussieren sich nicht so sehr auf frühere deutsche Umweltpolitiken. Vor der rot-grünen Regierung von 1998 gab es nur ein Gesetz, ein Stück Gesetzgebung, über das allgemein diskutiert wird. Nämlich das Gesetz von 1991, das den Eigentümern von kleinen Energieproduktionsanlagen, grünen Energieproduktionsanlagen, das Recht vermittelt, ihre Energie an das Netz zu verkaufen oder über das Netz zu verkaufen. Und ich denke mal, später kam dann eben die Energiewende wirklich als das Herzstück der Diskussion und des Rufes von Deutschland als grüne Nation.
Aber schon dieses Gesetz zeigt ja letztlich auch, dass die Energiewende, auch wenn sie Deutschland einen weltweiten Ruf verpasst hat, doch zunächst einmal eine lokale Initiative ist. Das heißt also, die Rolle von Deutschland als Führungskraft beim weltweiten Klimaschutz ist in gewisser Weise paradox. Denn dieser Ruf basiert auf einzelnen Details, auf einzelnen Politiken in der alten Bundesrepublik Deutschland und letztlich auch an heroistischen, an heldenhaften Grassroot-Akteuren. Aber trotzdem ist das natürlich für Umweltaktivisten sehr schön, dieser Gedanke Think Global, Act Local. Das zeigt sich dann eben sozusagen in der deutschen Energiepolitik. So wird es zumindest wahrgenommen. Ich denke aber, diese Verbindung zwischen globalem Denken und lokalen Handeln sind nicht immer so, diese beiden Prinzipien sind nicht immer so eng miteinander verknüpft. Und wenn wir lokales Handeln und nationale Besonderheiten mit berücksichtigen, dann muss man natürlich sagen, dass es dadurch auch schwieriger wird, koordiniertes globales Handeln zu ermöglichen, obwohl es eigentlich wichtig wäre, eine gemeinsame Herausforderung wie den Klimawandel zusammen anzugehen. Das heißt also, dieser Zusammenhang zwischen lokaler Ebene und globaler Ebene muss genauer beleuchtet werden. In meinem Paper versuche ich zu illustrieren, wie Deutschland ein grünes Führungsland wurde, und ich werde dabei über den globalen Einfluss von Deutschland als grüne Nation neben die nationalen Politiken in Deutschland und insbesondere auch den Grassroot-Initiativen in Deutschland daneben stellen und miteinander vergleichen. Und dann zum Thema Tschernobyl. Ich möchte darlegen, inwieweit die Katastrophe in Tschernobyl und einige andere Umweltkatastrophen, über die ich später sprechen werde, zum Beispiel das Problem des Klimawandels, das Ozonloch, das wurde ja alles schon erwähnt in früheren Präsentationen. Ich werde also sagen, dass diese Themen die Art und Weise veränderten, in der die deutschen Umweltpolitiker ihre Überzeugungen weltweit vertreten haben. Sie haben Deutschlands Umweltpolitik nicht drastisch umdefiniert. Und es gab nach wie vor auch Grassroots-Bewegungen jahrzehntelang, die sich für Umweltbelange eingesetzt haben. Aber als Ergebnis der Situation war die Regierung zwar weit entfernt von Grassroot-Aktivisten, und trotzdem hat die Kernschmelze in Tschernobyl einen wichtigen Beitrag geleistet, weil es nämlich dazu geführt hat, dass in Deutschland die globalen Aktionen auch auf lokaler Ebene täglich durchgeführt wurden. Also ich möchte drei kurze Schritte durchlaufen bei meiner Präsentation. Zumindest einmal möchte ich sagen, wie Deutschland aufgrund seiner lokalen Maßnahmen und seiner technischen Korrekturmaßnahmen und anderer deutschen Spezifika und Charakteristika das Land letztlich global, informell Anfang der 90er Jahre als grüne Führungsnation angesehen wurde. Dann möchte ich etwas sagen über das Umfeld des Tschernobyl-Desasters von 1986, als die deutschen Medien und Politiker auch formal eine Führungsrolle übernommen haben, indem sie eben wirklich ganz offen über globale Umweltprobleme gesprochen haben. Und dann im dritten Schritt, anstatt einer Schlussfolgerung, möchte ich dann zeigen, wie diese beiden Entwicklungen, nämlich Grassroots-Organisationen und die Politiker auf der anderen Seite, dazu beigetragen haben, dass Deutschland eben die Führungsrolle als grüne Nation erhalten hat. Also zunächst einmal die Umweltbewegung, die Umweltsituation in der alten Bundesrepublik, im alten Westdeutschland. Wir kennen ja dieses Narrativ. Um 1970 rum begann die Umweltbewegung im Zusammenhang mit der Stockholm-Konferenz, dem Earth Day in den Vereinigten Staaten. Das ist auch die Anfangszeit, in der es erste bundesdeutsche Umweltpolitiken gab. Das war unter der Regierung Brandt-Scheel. Und hier ist es wichtig, daran zu denken, dass auch wenn Deutschland ernsthafte Schritte unternommen hat in seiner Umweltpolitik in dieser Zeit, es trotzdem den Entwicklungen in anderen westeuropäischen Staaten und Nordamerika entsprochen hat, wo es neue Mechanismen gab, neue Regierungsorganisationen und Agenturen, die das Ganze organisiert haben und neue Ministerialabteilungen, die das Ganze in die Hand nehmen sollte, um eben Umweltbelange zu vertreten. Und wie wir schon vorhin in den Vorträgen gehört haben, gab es dann auch unter Genscher noch die Priorität, weitere Reformen durchzuführen. Was Deutschland mit Sicherheit nicht war ein Land, das hinterhergehängt hätte in der Umweltbewegung der 70er Jahre. Deutschland wurde aber auch nicht als Pionier betrachtet. Allerdings hat Deutschland dann irgendwann angefangen, sich abzuheben durch
Umweltaktivismus und Proteste auf lokaler, regionaler und staatlicher Ebene. Und zwar sogar schon vor den 70er Jahren gab es diese Grassroot-Organisationen auf den verschiedenen Ebenen. Das heißt also, es stimmt nicht, dass die Umweltbewegung erst 1970 angefangen hat, sondern die gab es schon lange vorher. Es ist eine längere Tradition und wir können auch sehen, dass es in Deutschland wirklich eine starke, lange Geschichte gibt von Bewegungen zum Umweltschutz, die dann wirklich einen Einfluss hatten auf die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in den Städten und in den Regionen. Und das später auf diese Weise, dass dann die Grundlage war für weiteren neuen Aktivismus für die Umwelt in den 1970er Jahren. Und dazu haben wir hier ein Beispiel, das ist eine Anti-Atom-Demonstration. Ich denke aber, abgesehen von diesen einzelnen Erfolgen, gab es natürlich noch das Mythos von Deutschlands besonderer Beziehung zur Natur, insbesondere zum Wald. Und die Umweltbewegung war dann eben teilweise auch schon erfolgreich in den 70er Jahren. Und auf diese Weise gab es dann eben noch verstärkt den Eindruck, dass die Umwelt in Deutschland etwas ganz Besonderes ist, dass der Umweltschutz dementsprechend etwas ganz Besonderes ist. Damals gab es noch nicht diese transnationalen Verbindungen und den globalen Einfluss von Deutschland in Bezug auf die Umweltpolitik. Und in gewisser Weise stimmte diese Sichtweise auch. Es gab einige Umweltthemen, die in Deutschland besprochen wurden. Hier haben wir zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Das Waldsterben, der saure Regen, der die Wälder zerstört. Und ich denke mal, das ist ein Beispiel für die Spannungen zwischen dem deutschlandzentrierten Fokus, aber gleichzeitig auch der Anerkennung der Tatsache, dass Umweltbelange Grenzen überschreiten. Und es hat sich herausgestellt, dass schon damals wissenschaftliche Studien ergeben haben, dass eben der saure Regen Grenzen überschreitet. Und deswegen wurde eben insgesamt in Mitteleuropa vom Waldsterben gesprochen, schon Ende der 70er, Anfang der 80er. Aber trotz der Forschungsarbeiten, die geleistet wurden, und das sieht man hier auch auf dem Titelbild des Spiegel, trotz der Forschungsarbeiten wurde diese Katastrophe auch Subjekt einer Rhetorik. Es wurde also letztlich als Beispiel für die besondere Beziehung der Deutschen zum Wald, zur Natur genutzt. Und also das war sozusagen der Rahmen, in dem dann der saure Regen diskutiert wurde, als etwas besonders Deutsches, weil die Deutschen eine besondere Beziehung zum Wald und zu ihrer Umwelt hätten. Und das heißt also, es ging eigentlich um ein Thema, das die Grenzen überschreitet, aber trotzdem wurde es als etwas betrachtet, was letztlich auf Deutschland, auf seine politischen und kulturellen Grenzen beschränkt ist. Aber trotz dieses sehr deutschen Rahmens für diese Art von Aktivismus gegen Waldsterben, gegen den sauren Regen, und ich denke mal, die Anti-Atom-Bewegung war auch ein gutes Beispiel hier. Und Jan Hendrik hat ja ein Buch mitveröffentlicht, zusammen mit Astrid, das haben wir ja gehört. Und da ging es ja auch um die Frage, ob man die Anti-Atom-Bewegung als transnationales Phänomen betrachten kann oder nicht. Und jedenfalls hat die Anti-Nuklear-Bewegung in den 70er Jahren in Deutschland sich sehr stark engagiert. Und da wurde gezeigt, dass lokale Schlachten letztlich auch von nationaler oder globaler Bedeutung sein werden können, unabhängig davon, auf welcher Ebene die Akteure zunächst einmal tätig sind. Wir haben dazu ja in den letzten ein, zwei Tagen einige Kommentare gehört und deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber wir können sehen, dass viele dieser Aktivisten sehr persönlich und auf lokaler Ebene motiviert waren. Und es gab aber auch Beobachter, die durchaus diesen Aktivismus auch schon in weltpolitischem Zusammenhang gesehen haben. Für Aktivisten in Westeuropa und in den USA war zum Beispiel die Besetzung von einzelnen Kernkraftwerkbaustellen etwas, was international auch Beachtung fand. Und ja, so gesehen wurde über diese einzelnen lokalen Themen auch durchaus global nachgedacht. Petra Kelly sehen wir hier auf dem Bild bei einem Protest in Straßburg vor dem Europäischen Parlament. Und sie war sozusagen eine Pionierin dieses Gedankens, als sie sagte, dass solche Proteste als Teil einer politischen und soziologischen Kettenreaktion betrachtet werden können und letztlich dann auch die europäische Gesellschaft wandeln könnten. Anfang der 1980er Jahre gab es dann also die globalen Auswirkungen der deutschen Umweltbewegung, insbesondere natürlich im Bild, in der Wahrnehmung der externen Beobachter und der Grassroot-Aktivisten selbst. So wie Petra Kelly das ja formuliert hat. Die lokalen Initiativen arbeiten immer mehr zusammen im Einklang mit dem, was John McNeill gesagt hat, als er von globaler Umweltbewegung gesprochen hat. Und es ist wichtig, zwischen Global und Global Scale hier zu unterscheiden. Die globalisierte Umweltbewegung, das bedeutet letztlich, das sind lokale, einzelne lokale Bewegungen, die miteinander verbunden sind und deswegen lokalen Charakter haben.
Umweltbewegungen von globalem Ausmaß, das ist etwas anderes. Das sind keine lokalen Organisationen, sondern es sind Organisationen, die sich mit dem beschäftigen, die eine Auswirkung haben auf den gesamten Planeten, wie zum Beispiel Klimawandel oder das Ozonloch. Und vor diesem Hintergrund kann man feststellen, dass selbst die Grassroot-Bewegungen in Deutschland durchaus als Teil eines transnationalen Netzwerks betrachtet werden könnten mit großem globalem Potenzial. Und man kann das nicht einfach nur isoliert betrachten als ein einzelnes globales Projekt, als eine soziale Bewegung, sondern vielmehr als Teil einer globalen Bewegung. Und jetzt möchte ich zum nächsten Punkt kommen. Dieses Thema wurde nämlich sehr wichtig Mitte der 80er Jahre, hatte nicht nur einen Einfluss auf die Grassroots-Aktivisten, die haben einfach weitergemacht, ihren Bottom-up-Approach weiter zu verfolgen. Aber es hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Politiker über ihre Arbeit im Bereich Umweltpolitik gegenüber der Öffentlichkeit sprachen. Die Auswirkungen des Tschernobyl-Desasters auf die Umweltpolitik in Deutschland im Allgemeinen und auf die Nuklearpolitik, die Atompolitik insbesondere, wurden also auf zwei verschiedene Arten interpretiert. Zum einen gab es viele Gelehrte, die gesagt haben, dass Deutschland schon angefangen hatte, erste Schritte zur Regulierung einzuführen, schon vor der Katastrophe. 1983 wurde schon gesehen, dass die deutsche Atomindustrie sich bereits auf dem absteigenden Ast befand, schon lange vor April 1986. Aber andererseits gab es ja die Kohl-Genscher Regierung, die ein Bundesministerium für Umwelt eingerichtet hat, gleich nach der Katastrophe. Und das führte dazu, dass die Kernschmelze immer auch einen wichtigen Einfluss hatte auf die Politik, die Umweltpolitik in Deutschland. Und gestern haben wir auch schon gehört über die Strahlenschutzverordnung und inwieweit die dann eben lokal einen enormen Wandel bewirkt hat. Und die war ja ein ganz klares Ergebnis der Katastrophe von Tschernobyl. Ich denke, diese beiden Perspektiven könnte man auch durchaus kombinieren, indem man sagt, es gab zum einen eine Kontinuität im deutschen Ansatz zur Umweltpolitik und zum anderen hat man natürlich nach Tschernobyl über diese Art von Politik anders gesprochen, man hat sie anders global kommuniziert. Mitte der 80er waren also Umweltthemen ganz wichtig etabliert als Teil einer bedeutsamen, wenn auch radikalen Gesetzgebung und sie war natürlich auch Ziel oder Objekt der Grassroot-Aktivisten. Das war in den 80er Jahren weiterhin so, wir hatten ja vorhin schon über Wackersdorf gehört und es gab auch wichtige Reformen in den 80ern, zum Beispiel Sulfatemissionen wurden begrenzt, da gab es Begrenzungen, es gab eben Maßnahmen im Kampf gegen das Waldsterben. Und als dann das Umweltministerium eingerichtet wurde, hatte das zunächst einmal kaum Einfluss auf diese Entwicklungen. Klaus Töpfer hat das Ministerium von 1987 bis 1994 geleitet und es wurden Reformen durchgeführt auf der Grundlage älterer Gesetze zum Thema Müllentsorgung, Emissionen, Emissionsschutz. Aber ein neues Interesse an Umweltschutz unter der Kohl-Regierung, dem Bundestag und der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen ging über diese inländischen Reformen hinaus. Man wollte sich mit internationalen Affären befassen, eben aufgrund des Tschernobyl-Desasters. Und man sieht das auch hier auf den Spiegel-Titelbildern. Es ist ganz schön, mal die alle drei nebeneinander zu sehen, diese drei Cover. Und hier kann man sehen, dass gleich nach Tschernobyl, genau genommen hatte der Spiegel zwei Tschernobyl-Titelblätter. Das andere haben wir schon vorhin gesehen in einem anderen Panel. Ich glaube, das hier war das erste, mörderisches Atom. Und dann Angst, das war das zweite Cover als Reaktion auf Tschernobyl. Es gab aber einige apokalyptische Titelstories, wie zum Beispiel das Thema Klimawandel. Ich denke mal, das ist eines der berühmtesten Spiegel-Titelblätter vom August 1986, in dem man sieht, wie der Kölner Dom vom Meer überschwemmt wird und dann November 1987 zum Thema das Ozonloch. Also diese Form der Berichterstattung legte letztlich die Idee nahe, dass es eine Apokalypse geben könnte, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auf der gesamten Welt. Das heißt also, Umweltbelange wurden zunächst einmal als etwas Lokales oder auf Deutschland bezogen betrachtet und später dann eben wurden Umweltbelange als Teil einer möglichen globalen Apokalypse betrachtet, als ein globales Problem. Nicht nur auf dem Spiegel, sondern auch unter deutschen Politikern hat sich das so verbreitet. 1987 hat Kohl in seiner Regierungserklärung nach seiner Wiederwahl sehr stark Bezug genommen auf die Umweltpolitik und er hat auch über den Treibhauseffekt gesprochen und davon gesprochen, wie das die globale Erwärmung verschlimmern kann und er hat auch davon gesprochen, wie seine Regierung den Klimawandel weltweit bekämpfen möchte und er hat gesagt, dass Deutschland eine Pionierrolle innerhalb der Europäischen Kommission, innerhalb der Europäischen Union einnehmen möchte. Das war, und genau dementsprechend hat dann das Bundesministerium für Umwelt sich vorbereitet auf den Weltklimagipfel in Rio 1992. Und da sollte ja letztlich einiges an globalen Themen angesprochen werden. Klimawandel,
Zerstörung des Regenwaldes. Und Töpfer hat sich begeistert darauf vorbereitet in Zusammenarbeit mit UN-Mitarbeitern und hat auch selber dort eine Rede gehalten. Und im Bundestag wurde auch beschlossen, eine Enquete-Kommission einzurichten zum Thema Klimawandel und Entwicklung der Atmosphäre. Das war auch schon 1987 aktiv, dieses Komitee. Und dieses Komitee hat sich sehr intensiv mit Klimawissenschaft befasst. Es hat 51 Forschungsinstitute eingeladen, 150 Studien zu dem Thema in Auftrag gegeben und wurde in einem kooperativen Geist abgehalten, auch eng mit den Medien zusammen, und hat letztlich dann auf diese Weise ihre Sichtweise der globalen Bedrohungen durch den Klimawandel vertreten. Die Kommission schien letztlich darauf abzuzielen, die Gesetzgebung zum Klimaschutz in Deutschland global umzusetzen. Das heißt also, dabei ging es um das Verbot von verschiedenen Kohlenstoffen und anderen Schadstoffen um 1990 rum. Aber dieser Ansatz war nicht so erfolgreich, wie er auf den ersten Blick zu sein schien. Im Bundestag wurden zwar umweltpolitische Themen, die den gesamten Planeten betreffen, diskutiert, aber eben auch im Zusammenhang mit anderen politischen Themen. Und nach der Wiedervereinigung war man davon ausgegangen, dass man insgesamt viele globale Herausforderungen überwinden kann. Und die Kommission hat also auch gesagt, mit viel Interesse die Zerstörung des Regenwaldes diskutiert. Eine solche Diskussion gab es dann auch im Deutschen Bundestag und zwar schon bald nach der Wiedervereinigung. Das heißt also, die neuen Mitglieder des Bundestags aus den ostdeutschen Ländern, die ursprünglich eigentlich in der Volkskammer gewesen waren, hatten sich dann dem Westdeutschen Bundestag angeschlossen. Das war dann der Gesamtdeutsche Bundestag. Und die Fragen der Umweltpolitik und die Möglichkeit, die Umweltpolitik zur Überwindung von Spaltungen zu nutzen, zwischen Ost und West, all das wurde natürlich dabei diskutiert, als es eigentlich um die Rettung des tropischen Regenwaldes hatte gehen sollen. Das heißt also, es gab das neu wiedervereinigte Deutschland, das immer selbstbewusster auch werden, und Umweltpolitik war ein Mittel, das Deutschland nutzen konnte, um international eine gewichtigere Rolle zu spielen. Aber dieses Deutschland war nun größer und es gab trotzdem in Deutschland keinen Regenwald auf dem Staatsgebiet, und deswegen hatte diese Diskussion über den Regenwald nur wenige praktische Auswirkungen. Neue Programme und neue Emissionsreduktionsziele wurden schon in Frage gestellt, noch in den 90er Jahren, während der Kohl-Regierung. Das heißt also, Politiker der Opposition haben dann also die Klimapolitik der Regierung als Alibi-Politik bezeichnet, als Täuschungspolitik. Und die SPD ist sogar so weit gegangen, ein Schwarzbuch zu veröffentlichen über das Scheitern der Bundesregierung, wenn es um den Klimaschutz geht. Das heißt also, Helmut Kohl wollte den Klimawandel als globales Thema angehen, hat aber nach Ansicht der Opposition sein Ziel nicht erreicht. Und zum Abschluss möchte ich noch etwas sagen über diesen Feed-in-Tariff von 1991 und wie er reinpasst in diesen Diskurs. Das Gesetz von 1991 zum Thema Feed-in, also Einspeisung, war auch aus der Sicht der Opposition ein Beispiel dafür, dass die Regierung ihre Verantwortung nicht ernst nahm. Es war eine Diskussion, in der es eben natürlich nicht so allgemein zuging wie beim Thema tropischer Regenwald. Und die SPD hat festgestellt, dass die Regierung sich nicht genug eingesetzt hätte mit dem Einspeisegesetz und dass es auch nicht beiträgt zu globalen Klimaschutzzielen. Die SPD hat gesagt, das Einspeisegesetz ist kein Schritt in die richtige Richtung, es ist einfach bloß ein Sturm im Wasserglas und das ist alles. Und der CSU-Politiker Matthias Engelberger hat hingegen hervorgehoben, während der Debatte, dass der Einspeisetarif erneuerbare Energien fördern könnte. Aber er wollte natürlich vor allem auch seine eigene Familie schützen, denn die hat ein Hydrokraftwerk betrieben und hatte bis dahin keine guten Preise erzielen können mit dem so erzeugten Strom. Und deswegen ging es also darum, dass man in Zukunft mehr Geld machen könnte innerhalb der eigenen Familie mit dem per Wasserenergie erzeugten Strom. Das heißt also, Grassroot-Initiativen sind letztlich im Parlament vertreten worden, ihre Ansichten sind in Gesetzen berücksichtigt worden. Es tut mir leid, Kommentar vom Dolmetscher, der Sprecher redet unfassbar schnell. Es sah sehr danach aus, dass das Aufkommen globaler Umweltbelange auch in Deutschland letztlich immer ernster genommen wurde, und dadurch wird letztlich auch das aufgegriffen, was die Grassroot-Organisationen in den 80er und 90er Jahren schon gefordert hatten. Obwohl
das Einspeisegesetz weit weg zu sein schien von globalen Problemen, gab es trotzdem ein erneuerbares Energiengesetz aus dem Jahr 2000. Das war ein neuer deutscher Einsatz oder Ansatz zum Thema Klimawandel, also zu einem globalen Problem. Es war eine andere Motivation als damals beim Einspeisegesetz und auch eine andere Situation als nach Tschernobyl. Aber trotzdem hat das Einspeisegesetz letztlich auch zum deutschen Ruf als grüne Nation beigetragen. Und auf diese Weise konnten letztlich dann öffentliche Gruppen, Aktivistengruppen auch ihre Beiträge letztlich umgesetzt sehen innerhalb der Umweltpolitik. Und ich denke mal, dass man auf diese Weise auch wirklich diese, das spiegelt natürlich letztlich auch wieder diese Entwicklung, wie sehr es eben einen Unterschied immer gab zwischen den nationalen Umweltpolitik und dem globalen Ansatz von damals bzw. von heute. Und natürlich wurde Deutschlands Unfähigkeit, seine eigenen Ziele im Bereich Erneuerbare zu erreichen, das wurde von der Presse kritisiert. Auch die gesunkenen CO2-Emissionen waren nicht ausreichend aus Sicht der Presse. Aber dieses Einspeisegesetz wurde nicht so kritisiert wie letztlich die Klimaschutzziele oder das Verfehlen derselben. Und Naomi Klein setzt sich letztlich ein in ihrem Buch für eine nicht-kapitalistische neue Klimaweltordnung. Aber, Entschuldigung, wie gesagt, es geht zu schnell. Die Dolmetscher kann leider nicht folgen. Well, thanks, Stephen, for. Dankeschön, Stephen, dafür, dass Sie uns einen Einblick in Ihr neues Projekt gegeben haben. Das ist immer spannend. Ich möchte nun Mina Kakoski begrüßen. Mina ist Forschungsassistentin am der Fakultät für Ökologie und Geschichte und Ökologie an der Universität Iweska. Sie haben gerade Ihren Doktortitel gewonnen für Ihre Dissertation Energiemix versus Energiewende. Das ging hier um die Energiepolitik in Deutschland. Es ist ja doch sehr schön, dass das genau hier reinpasst. Sie haben sehr viel zum Thema Atomenergie in Verbindung mit Demokratiefragen veröffentlicht. Sie haben auch ein neues Projekt entwickelt, das heißt Super- und transnationale Außenpolitik versus nationale Parlamentspolitik. Das sind also nicht nur Sie selbst, sondern auch andere. Sie haben das Wort. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Danke und danke für diese Gelegenheit, hier vortragen zu dürfen. Es war wirklich eine sehr ansprechende Konferenz bisher. Vielen Dank. Die Bedeutung und die Auswirkung des Nuklearunfalls von Tschernobyl auf die deutsche Energiepolitik. Joachim Rathkauer, Joachim Arth und Matthias Jung haben das bereits ausführlich besprochen. Es wurde schon erwähnt, wie dieses Ereignis ganz entscheidende Anstöße geliefert hat, um weitere Unfälle zu bewältigen. Damit wurde auch der Glaube an die Verwendbarkeit der Atomenergie geschwächt. Das führte letztlich auch zum Zusammenbruch der deutschen Atomindustrie. Was das semantische Potenzial angeht, so wurde schon dargestellt, wie Tschernobyl ein Katalysator für die Debatten geworden ist. Auch die symbolische Bedeutung des Tschernobyl-Unglücks wurde erkannt und anerkannt. Tschernobyl bezog sich nicht nur auf den tatsächlichen physikalischen Ort in der Ukraine, sondern es bezog sich auch als Chiffre auf das zunehmende Misstrauen in die Machbarkeit und Technikgläubigkeit des Menschen.
Wissenschaftler haben ausführlich erläutert, wie Tschernobyl auch in der deutschen Atomdebatte sehr viele deterministische Aspekte befördert hatte. Meine Diskussion über die Bedeutung des Tschernobyl-Unfalls versucht nun nach und nach auch den Erfolg der Energiewende zu erläutern. Durch die linken und grünen Minderheitenparteien wurde das durch das Öko-Institut im Jahr 1980 vorhergesagt. Im Jahrzehnt nach dem Unfall von Tschernobyl kletterte die Energiewende von einem politischen Randthema in den Hauptstrom der Debatte ein. Hier möchte ich nun die Politisierung des Tschernobyl-Unfalls im Deutschen Bundestag als Teil einer bereits laufenden Debatte zur Atomenergie ansprechen. Der Atomunfall von Tschernobyl hat dazu geführt, dass in den Debatten im Bundestag neue Debatten geführt wurden. Es ging darum, eine Entscheidung zu treffen, entweder die Nuklearenergie weiterzunutzen oder aus ihr auszusteigen. Vertreter aller politischen Parteien sprachen über Tschernobyl, wenn sie unterschiedliche Positionen stark zu machen versuchen. Das reichte von der Unterstützung bis zum Widerstand gegen Nuklearenergie in Deutschland. In meinem Vortrag möchte ich nun hervorheben, dass das Unglück von Tschernobyl ein Ereignis in der realen Welt war, das letztlich auch zu bedeutenden Änderungen in der Diskussionslage führte und dann auch die Energiewende in den nachfolgenden Jahrzehnten ermöglichte. Es gab entscheidende Änderungen in der Dynamik politischer Debatten zwischen den Parteien nach diesem Unglück. Das zeigte sich auf zweierlei Art. Erstens, die Sozialdemokraten trafen am Nürnberger Parteitag im Jahre 1986 innerhalb von 10 Jahren aus der Atomenergie auszusteigen. Das polarisierte die Bundestagsdebatte zwischen den Befürwortern und Gegnern. Diese politischen Blöcke haben erstaunlich ähnliche Argumente, zum Beispiel zur Sicherheit der Nukleartechnik, geliefert, wie auch zur Notwendigkeit der Umweltschutzmaßnahmen, trotz der unterschiedlichen Gesamtausgaben. Zweitens, der Atomunfall von Tschernobyl wurde politisiert in dem Sinne, dass die früheren Spekulationen über die Möglichkeit und das tatsächliche Eintreten eines GAUs oder eines Super-GAUs bzw. des Restrisikos endlich Hand und Fuß bekamen. Durch die gegen die Atomkraft eingestellten Parteien wurden nach und nach Optionen für den Atomausstieg als legitim erkannt. Und so entstand auch das Konzept der Energiewende über die 90er Jahre hinein. Und dadurch verlor dieses Konzept nach und nach die radikale Tönung, die es vorher hatte. Ich möchte jetzt ausführlicher diese Elemente besprechen in dem neuen Zyklus der Parlamentsdebatten, die nach dem Tschernobyl-Unfall einsetzen, nämlich die Polarisierung und die Konkretisierung der Parlamentsdebatten. Ich werde dann erörtern, was die Bedeutung von Tschernobyl für den Erfolg der Energiewende in den nächsten Jahrzehnten war. Diejenigen, die gegen Nuklearenergie eingestellt waren oder mindestens kritische Stimmen vernehmen ließen in allen wichtigen westdeutschen Parteien, gab es in den späten 70ern, CDU, SPD und FDP hatten jeweils eine Konferenz zu Energie- und Umweltfragen einberufen. Das Establishment der zukünftigen Atomenergie-Untersuchungskommission hat bereits diese unterschiedlichen Akzente hervorgehoben.
Nur die Grünen waren jedoch vor dem Tschernobyl-Unfall wirklich beständig dabei, nuklearkritische Positionen zu vertreten. Nach Tschernobyl wurde das Gefahrenpotenzial deutlicher. Wenn Sie über die Frage der weiteren Nutzung von Kernenergie sprachen, die Änderungen in den Grundannahmen der Menschen führten dann dazu, dass das Kabinett Kohl ihre Position gegenüber der Kernkraft überdachte. Seit den frühen 1980er Jahren waren sie im Großen und Ganzen stets pro Kernkraft. Unmittelbar nach dem Unfall hatten die Pro-Nuklear-Parteien zunächst mal die Energie aus Kernkraft als Übergangslösung bezeichnet. Diese Übergangslösung hatte aber damals in den frühen 90er Jahren für die Pro-Atom-Parteien keine Bedeutung mehr. Nach der Bundestagswahl von 1989 taugte das wieder. In dem Jahrzehnt nach Tschernobyl haben CDU, CSU und FDP, die Pro-Atom-Parteien, die Bedeutung der Beibehaltung der Option für Kernkraft hervorgehoben. Die Anti-Atom-Parteien wiederum versuchten, den Begriff des Ausstiegs, des allmählichen Ausstiegs hervorzuheben. Sie meinten also einen Prozess statt eines vollständigen plötzlichen Aufgebens. Diese Polarisierung zwischen dem Offenhalten der Option und dem allmählichen Aussteigen aus der Atomkraft war nicht so sonnenklar gezogen. Die PDS und die Grünen und die SPD meinten ganz Unterschiedliches über den Zeitverlauf beim Ausstieg. Die SPD war auch intern gespalten, ob sie wirklich aussteigen sollten, und jenen, die, wie etwa Gerhard Schröder, die wirklich eine vorsichtige Zustimmung zur Atomkraft noch hatten. Die Grünen meinten unter dem Ausstieg das rasche Schließen der AKWs nach der Bundestagswahl von 1998 verlangten die Grünen einen geordneten Ausstieg bis zum Jahr 2020, während alternative Energiequellen nach und nach mobilisiert werden sollten. In ähnlicher Weise wurde diese Formel von der Übergangslösung von der rot-grünen Koalition weiterhin verwendet, um während einer bestimmten Frist die Nutzung noch zuzulassen, während das gesamte Energiewesen umgestellt werden sollte. Hier gab es deutliche Unterschiede zwischen den Anti-Atom-Parteien hin zum Erfolg des Begriffs der Energiewende war es ganz entscheidend, dass die SPD nach dem Tschernobyl-Unfall ebenfalls die Ausstiegsoption übernahm. Das Kräftespiel in den Parlamentsdebatten, nämlich die Konkretisierung der Diskussionen im Gefolge des Unfalls von Tschernobyl, lässt sich durch die verschiedenen Argumente illustrieren, die die Abgeordneten verwendeten, wenn sie sich auf Tschernobyl bezogen. Im Bundestag wurde keineswegs einhellig Bezug genommen auf die Tschernobyl. Die Anti-Atom-Parteien sprachen über Tschernobyl, um hervorzuheben, wie gefährlich und unverantwortlich eigentlich die Option für Atomkraft überhaupt sei. Die SPD, die Grünen, die PDS brachten Argumente vor, wie Tschernobyl der Startschuss für das Schließen von AKWs nicht nur in Osteuropa sein sollte, sondern auch in den anderen Ländern, auch in Deutschland, aber müssten die AKWs geschlossen werden, weil die echten Kosten der Atomkraft und solcher Atomunfälle in Tschernobyl klar geworden seien. Die Christdemokraten und die FDP dagegen verwendeten Tschernobyl als Beleg dafür, wie notwendig deutsche technische Fachkunde sei, um nicht erneut solche Unfälle in osteuropäischen Ländern gewärtigen zu müssen.
Diese Argumente der Christdemokraten und der Liberalen wurden mit der Absicht vorgetragen, die Option der Atomenergie aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus haben sie den Standpunkt vertreten, dass das Unglück von Tschernobyl durch ungenügende technische Systeme und durch ungenügende Aufsichtssysteme erzeugt worden seien, das aber nicht zulasse, mangelnde Sicherheit bei den deutschen Atomkraftwerken zu unterstellen. Die Anti-Atomkräfte haben unter Verwendung des Begriffes GAU erneut hervorgehoben, dass es notwendig sei, aufgrund der Gefahren aus der Atomkraft für Umwelt und Mensch aus dieser Energieform auszusteigen. Nun brachte Tschernobyl tatsächliche Belege für die Gefahren aus der Kernkraft. Zum Beispiel im April 1985 hat die grüne Fraktion einen Antrag eingereicht unter dem Titel der Supergar. Sie sagen, es sei ein weltweites Risiko, dass es ähnliche Unfälle geben könnte. Ein weiteres Argument, das verwendet wurde, bezog sich auf den Begriff Restrisiko. Tschernobyl hatte ein hypothetisch unterstelltes Restrisiko tatsächlich greifbar werden lassen, was sofortiges politisches Handeln erforderte, um dann nicht wiederkehren zu können. Im April 1996 hat beispielsweise Volker Jung von der SPD festgestellt, dass Tschernobyl der Grund gewesen sei, weshalb seine Partei, und ich zitiere, vor 10 Jahren beschlossen hatte, aus dieser Technik auszusteigen, weil sich eine Reaktorkatastrophe nirgendwo mit hinreichender Sicherheit ausschließen lässt. Ende des Zitats. Es könnte also auch im deutschen Umfeld möglich sein, da es dieses Restrisiko einfach gibt, ich zitiere hier, und niemand darf das in Zweifel ziehen. Ende des Zitats. Alles in allem wurde der Nuklearunfall von Tschernobyl eine Manifestation sowohl von GAU wie Restrisiko geworden. Trotz der Tatsache, dass die Ursprünge der Sicherheitsdebatte und der semantische Hintergrund der Schlüsselwörter eindeutig auf die 70er Jahre zurückgingen, wurde Tschernobyl politisiert mit der Absicht, die Argumente für die Notwendigkeit eines Atomausstieges zu konkretisieren. Wie hat sich das dann niedergeschlagen in den politischen Debatten? Nun, das führte dann nach und nach zum Erfolg des Begriffs der Energiewende. In dieser Situation, wo Tschernobyl die Parlamentskonflikte sowohl polarisiert wie auch konkretisiert hatte und das Paradigma des Klimawandels und der Nachhaltigkeit ständig an Fahrt gewann, wurde dann diese Energiemix und die Energiewende-Konzeption zu einem erfolgversprechenden Konzept. Die Christdemokraten und die Liberalen, die regierende Koalition bildeten bis 1998, schlugen einen Energiemix vor, also eine Zusammen verschiedener Energiequellen, um die Erderwärmung zu begrenzen. In den 90er Jahren hat das Kabinett Kohl 2 Hauptargumente zur Unterstützung der Atomenergie vorgetragen. Erstens, fossile Brennstoffe galten als einzige realistische Alternative zur Atomenergie. Das lief jedoch dem Ziel der Senkung der CO2-Emissionen zunider. Zweitens, die CO2-Reduktion sollte auch Energieeffizienz und erneuerbare Energien fördern. Das würde erheblichen finanziellen Zuschussbedarf erzeugen. Das Kabinett Kohl hat dennoch Wind- und Sonnenenergie von Beginn der 90er Jahre an gefördert, wie wir gehört haben. Das Konzept des Energiemix wurde durch die Christdemokraten und Liberalen als Lösung vertreten, wodurch man sowohl Energieeffizienz wie auch Umweltschutzziele verwirklichen könnte, ohne so tiefgreifende Änderungen vornehmen zu müssen, wie sie die Grünen vorschlugen. Der Bundesumweltminister und Reaktorsicherheit Angela Merkel trug vor, die Verwendung von Kernenergie
leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Wir können unser Klimaziel bis 2005 ohne Verwendung der Atomenergie nicht erreichen. Ende des Zitats. Im Vergleich dazu haben die Sozialdemokraten und die Grünen die Meinung vertreten, man müsse tiefgreifendere Änderungen an den bereits bestehenden Strukturen der Energieversorgung vornehmen, um eben die Umweltkosten, welche die Kernkraft verursache, geringer zu halten. Sie hatten unterschiedliche Motivationen. Für die Grünen war der Kampf gegen die Atomenergie ja eine Raison d'être, während es die Gründe für den Kurswechsel der SPD natürlich Gegenstand der SPD sein könnten. Der Kohlebereich, die Kohleindustrie war ja eine wichtige Klientel der SPD gewesen. Es wurde dann noch vorgetragen, man müsse nach und nach aus der Atomkraft aussteigen, um die ökologische Krise abzuwenden. In den 1990er Jahren galt die Energiewende immer noch als radikale Lösung, die damals die Grünen vortrugen. Zum Beispiel haben die Grünen damals 1991 einen Antrag der Grünen, sagte Energiewende, eine Stiftung für nachhaltige Entwicklung, die Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Dieser Antrag der Grünen sagte, die Drohung der Erderwärmung und die zunehmende Zerstörung unserer natürlichen Umwelt und der Lebensgrundlagen, um diese Dynamik der Transformation zu ermöglichen, sei dies notwendig. Aber es lohnt sich festzuhalten, dass in den frühen 90er Jahren die Sozialdemokraten im Bundestag nicht das Konzept der Energiewende verwendeten. Stattdessen hoben sie die Notwendigkeit von strukturellen Änderungen hervor. Im Dezember 1991 hat Harald B. Schäfer, ein Sozialdemokrat, gesagt, ich zitiere, Kernenergie ist nicht eine Lösung für die globale ökologische Krise. Der Gedanke des Ersetzens einer Energieform durch die andere ist ein globales Risiko. Der Stärkung des Treibhauseffekts. Wir als Sozialdemokraten werden das nicht hinnehmen. Die Sozialdemokraten und die Grünen haben sich dann zusammengeschlossen in der folgenden Feststellung. Erstens, es gab die Drohung eines neuen Super-GAUs und des Klimawandels, welcher große strukturelle Änderungen in der Energieerzeugung als Reaktion erfordert. Zweitens, der Ausstieg aus der Atomenergie würde die Dynamik und das Kapital freisetzen, das nötig wäre, um in Erneuerbare zu investieren. Drittens, diese strukturellen Änderungen würden ebenfalls einen positiven Effekt haben. Während der 90er Jahre haben die Vertreter der Sozialdemokraten begonnen, das Konzept der Energiewende zu verwenden, zusammen mit den Grünen, um diese Bedarfslage zu beschreiben. Aus diesem Grund sah man während der 90er Jahre ein argumentatives Konzept der Energiewende, wie es sich erweiterte. Es bezog sich dann im ganz allgemeinen Sinne auf den allmählichen Atomausstieg. Die Energiewende verlor also diese radikalere Bedeutung und bezog sich dann nach und nach auf sanfte, allmähliche Änderungen, wie es die Sozialdemokraten wollten. Es wurde dann mehr eine Art Globaltitel für eine bestimmte Richtung in der Umweltpolitik, statt eine Paketlösung zu sein. So begann also eine Art Ausprägung zu entstehen, die einerseits den Ausstieg aus der Atomenergie bedeutet, andererseits aber eine Reihe von allmählichen Änderungen. Der Widerstand gegen die Atomkraft war ein ganz entscheidender Hebel, um die Grünen und Bündnis 90 und die Sozialdemokraten zusammenzubringen, die dann im Jahr 1998 die Bundestagswahl gewannen. Dieses Konzept der Energiewende war dann eine Art Sinnklammer für die rot-grüne Koalition. Das führte zu einer Beschlussfassung über den allmählichen Ausstieg. Der Bundestag akzeptierte diesen allmählichen Ausstieg dann durch Beschluss im Jahr 2009 durch eine geordnete und allmähliche Übergangslösung.
die über viele Jahre bis 2020 sich erstrecken sollte, war es dennoch ein unlöslicher Bestandteil der Energiewende. Um nun zum Schluss zu kommen, aus der Sicht dieses überragenden Erfolgs der Energiewende in der politischen Landschaft in den 90er Jahren, im Gefolge des Tschernobyl-Unglückes, war es entscheidend, dass die Sozialdemokraten und Grünen sich einigen. Bündnis 90 Die Grünen und die SPD konnten in der Umweltpolitik diesen gemeinsamen Nenner finden. Die Energie wurde dann als eine Art Treiber verwandt, um eine Reihe von notwendigen Änderungen im Gefolge des Atomausstieges zu bewirken. Die Wirkung des Tschernobyl-Unglücks hat dann zu entscheidenden Änderungen in den Debatten des Deutschen Bundestages geführt. Deshalb scheint es mir gerechtfertigt zu sagen, dass Tschernobyl nicht geradezu eine komplett neue Seite in den politischen Debatten auslöste, aber doch einen Übergang herbeiführte. Konzepte, die bereits seit den 70er Jahren und seit den 80er Jahren spätestens im Gebrauch waren, wurden wieder aufgegriffen. Aber der Unfall von Tschernobyl führte zu einer neuen Dynamik und hat zum Teil dazu beigetragen, dass auch in der Gesetzgebung dann Änderungen durchgeführt wurden. Vielen Dank. This interesting talk about the German. Ja, danke, Mina, für diese interessante Präsentation zum Thema deutsche Energiewende. Und jetzt kommt Ute Hasenöhl dran. Zurzeit ist sie Assistenzprofessorin an der Universität Innsbruck, also in Österreich, am Institut für Geschichte und Ethnologie. Und ja, wie Sie sicher alle wissen, hat sie ihre Dissertation zum Thema Zivilgesellschaft und Proteste verfasst. Und ich denke mal, man kann sagen, dass dieses Werk relativ schnell ein Standardwerk zum Thema Umweltbewegung in Deutschland wurde. Ja, und dann haben sie sich einem anderen Thema zugewandt, natürlich immer noch im Zusammenhang mit dem, was wir hier auch diskutieren. Es ging letztlich um die Kolonialgeschichte der Aufklärung im britischen Imperium, im British Empire. Und sie haben beim Kolloquium ja auch schon mal mit Jan Henrik diskutiert. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was Sie uns jetzt gleich vorzutragen haben. Ja, vielen Dank, Astrid, für die freundliche Einleitung und auch vielen Dank an die Veranstalter, die mich eingeladen haben. Ich muss zugeben, ich habe meinen Redebeitrag auf Deutsch vorbereitet. Ich werde es also gleich nach Deutsch wechseln. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Es wird niemand im Raum überraschen, wenn ich jetzt hier sage, dass wir in den letzten Jahren in Deutschland eine beachtliche Umdeutung und auch eine beachtliche praktische Umorientierung der Energiepolitik erlebt haben. Statt wie bislang auf fossilen oder nuklearen Energieträgern soll die Energieversorgung künftig zu großen Teilen auf der Nutzung regenerativer Energien beruhen. Diese grüne Energiewende der letzten Jahre wird im gesellschaftlichen Diskurs zumeist mit dem Reaktorunfall von Fukushima aus dem Jahr 2011 in Verbindung gebracht und natürlich auch mit den Herausforderungen des Klimawandels. Diese Interpretation ist sicher nicht falsch, blendet aber gleichzeitig eine ganze Reihe längerfristiger Entwicklungen aus, wie wir jetzt durch die Vorträge des Panels nochmal nachdrücklich nahegebracht bekommen haben. Die Grundlagen der aktuellen Energiewende gehen nämlich mindestens bis auf die 1970er Jahre zurück, als mit der Suche nach Alternativen zu Mineralöl und Atomkraft praktisch wie diskursiv die Grundlagen der aktuellen Energiewende gelegt wurden. Stephen Mulder hat in seinem Vortrag genau diese Wurzeln der Energiewende genauer in den Blick genommen. Ausgangspunkt, eine sehr spannende theoretische Formulierung, war die Frage, wann und auf welcher Basis Deutschland eigentlich seine heutige Reputation als Primus der Umweltpolitik und des Umweltbewusstseins überhaupt erlangt hat. Stephen hat dabei überzeugend herausgearbeitet, dass diese Zuschreibung eben für die 60er und 70er Jahre für die deutsche Umweltpolitik sicher noch nicht gegolten haben kann, noch nicht gegolten hat, dass die alte BRD international gesehen vielmehr ein Mitläufer war, der Impulse anderer Länder und Organisationen aufgegriffen hat.
Allenfalls auf der Ebene der Zivilgesellschaft kann bereits für die 70er Jahre eine gewisse transnationale Strahlkraft der deutschen Umwelt und vor allem der Anti-AKW-Bewegung festgestellt werden. Stephen zeigt dann aber auch, wie sich dieses Bild in den 80er und vor allem in den frühen 90er Jahren zu wandeln beginnt. Und als zentrale Faktoren streicht er dabei zum einen die Bedeutung grenzüberschreitender Umweltprobleme heraus, beginnend mit dem sauren Regen, dem Treibhauseffekt und dann natürlich dem radioaktiven Fallout nach Tschernobyl, was ihrerseits zu einer langsamen transnationalen Umorientierung der Umweltbewegung und der Umweltpolitik geführt hat. Zum anderen verabschiedet die Bundesrepublik aber nun auch eigene umweltpolitische Maßnahmen wie das Stromeinspeisungsgesetz aus dem Jahr 1991, die international als Pionierregelungen rezipiert und adaptiert wurden und damit Deutschlands Ruf als Heimstätte eines teils schrullig peniblen, teils innovativen Umwelt- und Klimaschutzes mitbegründeten. Worüber ich gerne noch etwas mehr gehört hätte, ist das Verhältnis zwischen dem Atomthema und dem Thema des Klimawandels in diesen Debatten. Wie waren diese beiden verknüpft? Waren sie das überhaupt? Handelt es sich vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad um Paralleldiskurse, die gegeneinander auch ausgespielt wurden? In Minas Vortrag wurde ja dann... hat sie Angela Merkel zum Beispiel zitiert, die die Klimapolitik eben gerade für die Atomkraft ins Feld geführt hat. Wann verschieben sich hier die Interpretationen? Auch zu den Inhalten und Auswirkungen des Stromeinspeisungsgesetzes hätte ich gerne noch etwas mehr erfahren. Wie wirkte sich das auf den Ausbau der generativen Energien in Deutschland konkret aus? Und wie beeinflusste es speziell das Wechselspiel zwischen Umweltbürgerinitiativen und der Umweltpolitik? Minna Kalowskis Paper zur deutschen Energiewende knüpft in einigen Punkten fast direkt an Stephens Ausführungen an, als hättet ihr euch abgesprochen. Speziell zur politischen Rhetorik von Tschernobyl, Klimawandel und Energiewende. Konkretisiert diese am Beispiel der Bundestagsdebatten der 1990er Jahre und zeichnet damit den Diskurs um Atomkraft und Energiewende weiter bis zur rot-grünen Koalition der Jahre 1998 bis 2005. Dabei steht Minna auf der semantisch-diskursiven Ebene fast gegenläufige Tendenzen fest. Auf der einen Seite eine Politisierung von Tschernobyl, was im Falle zentraler Begriffe wie GAU oder Restrisiko sogar eine Umdeutung vorher eher neutraler bis abwiegelnder Vokabeln durch die Anti-AKW-Bewegung bedeuten konnte. Und auf der anderen Seite eben eine zunehmende Entschärfung und Konkretisierung des Energiewendeansatzes. Zu Beginn der 1980er Jahre noch als radikale atomfreie Alternative konzipiert, wurde dieses im Laufe der 90er Jahre fast schon zum Konsensbegriff, der Differenzen hinsichtlich atomarer Laufzeiten zu übertünchen half und den Schwerpunkt der Energiedebatte vom Atomausstieg auf den Ausbau regenerativer Energien verschob. Minna zeigt in ihrem Papier sowohl die Langlebigkeit zentraler Argumentationsmuster im Atomdiskurs als auch, sagen wir mal, die diskursive Offenheit zentraler Begriffe, die von den Akteuren pragmatisch ihren jeweiligen Weltanschauungen angepasst werden konnten. Wo Tschernobyl oder Energiewende draufsteht, ist nicht zwangsläufig dasselbe drin. Eine Erkenntnis, die sicher nicht ungewöhnlich ist, aber hinsichtlich der geradezu konträren Verwendung ähnlicher Argumente in Bezug auf Tschernobyl auch wieder bis zu einem gewissen Punkt überraschen kann. Minas Studie basiert auf einem klar umrissenen Quellenbestand, nämlich den Bundestagsprotokollen vor allem der 1990er Jahre und erzählt dadurch auch eine sehr kohärente, schlüssige Geschichte. Ich würde dich trotzdem gerne ermutigen, den Fokus noch etwas zu erweitern. Und zwar wären da aus meiner Sicht drei Richtungen vielversprechend. Erstens zeitlich, und zwar sowohl nach vorne wie auch nach hinten. Du hast ja schon erwähnt, dass der Begriff der Energiewende erstmals 1980 in einer Prognose des Öko-Instituts verwendet wurde. Was genau in diesem Ausgangskonzept für Ideen entwickelt wurden, darüber hätte ich gerne noch mehr gelesen. Was waren hier die zentralen Inhaltspunkte und wie wurden diese im Laufe der Zeit modifiziert? Zweitens fände ich eine zumindest exemplarische Ausweitung des Akteursspektrums auch interessant. Das Konzept der Energiewende wurde ja vom Öko-Institut entwickelt, also je nach Sichtweise entweder von der Wissenschaft oder von der Zivilgesellschaft oder von beiden.
Welche Vorstellungen von Energiewende existieren gerade hier, Wissenschaft und Zivilgesellschaft? Und wie unterschieden sich diese Blickwinkel von der politischen Verwendung des Konzepts? Gab es Transferprozesse zwischen Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft? Und wer beeinflusste hier im Zweifelsfall wen? Und in welchem Verhältnis stand der Diskurs um die Energiewende dann zu dessen praktischer Umsetzung? Drittens fände ich auch eine vorsichtige, zumindest räumliche Perspektiverweiterung vielversprechend. Ist die Energiewende semantisch wie inhaltlich eine deutsche Erfindung oder gab es in anderen Ländern ähnliche Debatten, möglich sogar Vorläufer? Waren die Debatten im Deutschen Bundestag Teil einer breiteren politischen Debatte in Europa, die möglicherweise auch aufeinander Bezug nahm? Und da sind wir jetzt bei Jan Henryk, der gezeigt hat in seinem Vortrag, dass andere europäische Länder in den 70er und 80er Jahren bei der Umsetzung der grünen Energiewende bereits schon sehr viel weiter waren. Und hier eben insbesondere Dänemark eine Pionierrolle zukam. Nicht nur bei der Entwicklung technologischer Alternativen, sondern auch bei deren transnationaler Popularisierung. Dänemark ist hier, finde ich, ein besonders spannendes Kontrastbeispiel zu Deutschland, weil das Atomzeitalter eben gerade nicht zur Ausbildung kommerzieller nuklearer Energieinfrastrukturen führte, obwohl das durchaus möglich gewesen wäre, denn sowohl die Expertise wie auch der Wille war bis zu einem gewissen Grad ja vorhanden gewesen. Zusammen mit Österreich kann Dänemark geradezu als Paradebeispiel für die Durchschlagkraft zivilgesellschaftlicher antinuklearer Basisinitiativen angesehen werden. Du hast angedeutet, dass so einer der Gründe, wieso es dann doch nichts mit der Atomkraft in Dänemark wurde, die Entdeckung von Erdöl in der Nordsee gewesen ist. Gerade im Paper kommt aber auch sehr stark noch raus, dass das eben doch ein längerer Prozess war, wo die dänische Regierung auch etwas meanderte und sich eher halbherzig mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Also gerade mit Bezug auf das Paper hätte mich nochmal interessiert, wieso man hier so eine Nicht-Fleisch-Nicht-Fisch-Position eingenommen hatte, einerseits nicht wirklich, wie etwa in Deutschland, proaktiv gepusht hat, andererseits diese Option aber immer noch offen gelassen hat. Sehr, sehr spannend fand ich das Schlaglicht auf die antinukleare dänische NGO-Diplomatie der 80er Jahre, die selbst vom Eisernen Vorhang nicht Halt gemacht hat. Du hast diesen Aspekt im Paper weniger stark gemacht, ist nur angetippt, aber ich hätte hier gerne noch mehr erfahren, was sich die DDR eigentlich von diesem Besuch der dänischen Initiativen erwartet hat. Und gab es tatsächlich dann auch einen Technologie- oder Wissenstransfer zur Windenergie? Also hatte das jenseits des Kontaktaufbaus für die NGOs noch praktische Folgen? Und wie stand war eigentlich diese NGO-Energiediplomatie, in welchem Verhältnis stand die zur offiziellen staatlichen Diplomatie bzw. Energiepolitik? Wurden da die Initiativen unterstützt oder abgelehnt? Stimmte man sich ab oder liefen die Aktivitäten unkoordiniert nebeneinander her? Das waren jetzt jede Menge Fragen zu einem sehr spannenden Panel, das Thema Tschernobyl nochmal in einem breiteren energiepolitischen Rahmen gestellt hat. Wie die drei Vorträge überzeugend herausgearbeitet haben, kommt die aktuelle Energiewende nicht aus dem Blauen, hat eine lange Entwicklungs- und Vorgeschichte. Das ist ein Aspekt, den hier im Raum sicher niemand überrascht, aber im allgemeinen Diskurs längst nicht präsent ist. Mir würde es lohnend scheinen, mit Blick auf Debatten um Energiewenden allgemein vor allem in zwei Richtungen noch weiter zu denken. Das eine ist die schon angeschnittene inter- und transnationale Dimension der Energiewende, die Verbindungen zwischen unterschiedlichen nationalen Energiepolitiken und auch Basisinitiativen. Zum anderen denke ich, müsste man die Energiewende nach Tschernobyl, sage ich jetzt mal hier nicht nach Fukushima, aber auch noch in einen breiteren zeitlichen historischen Kontext stellen, als Bestandteil und vorerst letzte Stufe eben mehrerer Energiewenden, die sich zum Teil ablösten, zum Teil überlappten und natürlich auch noch längst nicht abgeschlossen sind. Ja, so viel meinerseits. Thank you very much for your comment. Ja, vielen Dank, Ute, für den Kommentar. Bevor wir nun also Beiträge aus dem Publikum entgegennehmen, würde ich vorschlagen, dass wir zunächst einmal den Podiumsteilnehmern, also Jan Henryk, Steven und Mina, die Gelegenheit geben, ein paar Worte zu sagen
zu den doch sehr interessanten und detaillierten Fragen, die Ute gerade angesprochen hat. Steven, möchten Sie anfangen? Ja, zunächst einmal vielen Dank für diese Kommentare, die waren sehr hilfreich. Ich werde es ganz kurz sagen, ein paar Dinge, damit wir dann mit dem Publikum diskutieren können gleich. Was die Beziehungen zwischen Atomenergiepolitik und Klimawandel betrifft, ist es interessant festzustellen, dass es natürlich Initiativen gibt, die mit Tschernobyl verbunden zu sein scheinen und dadurch motiviert zu sein scheinen, zum Beispiel die Enquete-Kommission im Bundestag über Klimapolitik. Da hat man gesagt, okay, wir sind uns nicht einig, was die Energiepolitik betrifft. Wir können also drei verschiedene Strategien anvisieren, wie wir weitermachen können mit der Energiepolitik. Einfrieren, Atomkraftwerke abschalten oder eben mit der Atomkraft weitermachen und sie weiterentwickeln. Und in der nächsten Legislaturperiode gab es eine neue Enquete-Kommission und die ist dann letztlich zusammengebrochen, konnte nicht mehr tätig sein, weil man sich zerstritten hat über die Atompolitik und dementsprechend sich auch nicht auf eine Klimapolitik einigen konnte. Ja, das habe ich in meiner Präsentation nicht angesprochen, vielleicht hätte ich das kurz machen sollen, denn ich versuche auch immer noch, mir selber zu erklären, wie das überhaupt funktionieren kann, dass man sozusagen die innenpolitischen Dinge vergisst und dann wirklich über die globalen Dinge spricht. Das Stromeinspeisegesetz von 1991, das hatte keine großen Auswirkungen auf die Menge an erneuerbarer Energie in den 90er Jahren. Und dann gab es aber das erneuerbare Energiegesetz von 2000. Und das hat natürlich eine viel größere Einwirkung auf diese Zahl. Aber vielen Dank für die Kommentare, wie gesagt. Ja, vielen Dank. Ich denke, das waren hervorragende Kommentare, auch sehr gut formuliert. Ich würde gerne ein paar Worte sagen zu Ihrer Frage über den weiteren Fokus, den breiter gefassten Fokus in meinem Paper. Sie haben gesagt, was den zeitlichen Ablauf betrifft oder auch was ähnliche Diskussionen in anderen Teilen der Gesellschaft und auch in anderen Ländern betrifft, dass ich einen etwas weiteren Fokus auswählen sollte. Mein Paper basiert natürlich nun sehr auf meiner Doktorarbeit, die ich dann letzten Sommer auch als Buch veröffentlicht habe. Und in diesem Buch habe ich auch davon gesprochen, was Sie gerade vorgeschlagen haben. Aber es gibt einfach unglaublich viele Ressourcen aus dem Parlament. Und ufert das Ganze natürlich dann irgendwann aus, wenn man diese ganzen Punkte alle berücksichtigen möchte und die ganzen Quellen, die es gibt. Also zum Beispiel die Stimmen der verschiedenen Umweltorganisationen, der Institutionen für Forschung und in der Wirtschaft. Ja, deren Stimmen kann man auch hören, wenn man sich die Protokolle der Ausschusssitzungen durchliest. Und natürlich sind auch die Abgeordneten verschiedener politischer Couleur in diesen Ausschüssen gewesen und haben dann eben die externen Experten zu Anhörungen eingeladen. Und ja, dementsprechend findet sich all das auch wieder letztlich in den Parlamentsdebatten im Anschluss. Und ich habe ja in meinem schriftlichen Paper einige Zeitungen dazu auch zitiert, aber vielleicht ist das in meiner Präsentation jetzt nicht so rübergekommen, auch aus Zeitmangel. Die Süddeutsche Zeit oder auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung habe ich in meiner schriftlichen Arbeit erwähnt und auch die größere, allgemeinere öffentliche Debatte, die stattfand. Und ich denke mal, ist es ganz wichtig, hier auch nochmal zu unterscheiden zwischen Bundesebene und Länderebene. Und die Mitglieder der Grünen Partei auf Länderebene und in lokalen Stadträten, die haben andere Ideen und andere Einstellungen geäußert als zum Beispiel Parlamentarier. Aber wie Sie schon sagten, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, das mal zu trennen. Ja, vielleicht komme ich jetzt am Ende und dann ist jetzt Jan-Henrik dran. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal danke Ute für diese tollen Kommentare. Warum gibt es so wenig Klarheit, wenn ich das mal so sagen darf? Warum gibt es so wenig Klarheit zu der Frage, warum wollen wir in Dänemark Atomenergie oder nicht? Warum gab es da so einen Schlingerkurs? Das hat sehr viel mit Parteipolitik zu tun. Deswegen habe ich ja auch versucht, kurz einen Überblick zu präsentieren und zu sagen, wie sich die Parteien in den 70er Jahren zu diesem Thema positioniert haben. Und Anfang der 70er
gab es eine stärkere Fragmentierung und auch eine zunehmende Radikalisierung des dänischen Parteiensystems. Es gab die sogenannte Revolution der Parteipolitik damals in Dänemark. Und ich denke, dass die eben all damals versucht haben, sich neu zu positionieren. Und dann gab es eben diese Debatte, es gab nicht genug Klarheit darüber, in welche Richtung die öffentliche Meinung ausschlagen würde, pro oder contra Atomenergie. Und eine Frage, die man sich gestellt hat, war, wir haben nur ein kleines Land, wir haben keine Felsen, wir haben keine Höhlen, wir haben keine Gruben, wo wir den Atommüll entlagern könnten. Wo können wir ihn also lagern? Es gab also die Idee in den 80er Jahren, den Atommüll im Meer entzulagern, aber dann gab es die internationale Regel, dass man in seinem eigenen Land Atommüll lagern muss. Und Dänemark ist ein relativ kleines Land, das nicht die nötigen geologischen Voraussetzungen dafür bietet. Das war also auch ein wichtiges Problem, das man damals gesehen hat. Ein Problem, das diskutiert wurde und das auch wirklich sehr hervorgehoben und politisch relevant wurde. Und dann gab es strukturelle Faktoren. Die Energieunternehmen in Dänemark sind klein und oft auch in den Händen lokaler Betreiber und Eigentümer. Das heißt also, ein so großes Kraftwerk wie ein großes Atomkraftwerk zu bauen, ja, das war etwas, was nur die großen Energielieferanten überhaupt bewerkstelligen konnten. Und das Netz insgesamt war auch sehr dezentralisiert gestaltet in Dänemark. Ich meine, wir sprechen hier über große Netze, für einen großen Input, für große Nachfrage. Das macht es relativ schwierig, ein Netz mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Und in Dänemark ist es aber genau andersrum. In Dänemark gibt es ein kleines, dezentralisiertes Netz, das von kleinen Betreibern befüttert wird, sozusagen. Das heißt also, das ist auch die Infrastruktur innerhalb dieses Wirtschaftszweiges, die dazu führte, dass man das eben so entschieden hat. Es ist insgesamt sehr komplex mit vielen Faktoren und in meinem Länderbericht, den ich hoffentlich bald abschließen kann, werde ich das hoffentlich dann auch ein bisschen klarer darlegen können. Na, nun, was jetzt die Frage betrifft, was für Auswirkungen das Ganze auf die DDR hatte. Ich habe mir einfach nur dieses begrenzte Quellenmaterial angesehen. Und ich denke mal, die Stasi in der DDR war für vieles verantwortlich, aber nicht für die Energiepolitik. Das heißt also, ich müsste mir dann, wenn ich darüber mehr erfahren wollte, die Akten der Ministerien ansehen, vielleicht auch in den einzelnen Städten Akten ansehen, um zu sehen, wie Politiker reagiert haben. Ich denke mal, das wäre relevant, wenn man die vollständige länderübergreifende Geschichte erzählen möchte und wenn ich sehen möchte, wenn ich weiß, in welche Richtung ich das Ganze weiterentwickeln möchte. Ja, und dann die Beziehung zwischen nationaler Diplomatie und der Diplomatie, wie sie von den NROs betrieben wurde. Ja, dazu gab es ja auch eine Frage. Die Position der Regierung war nach dem Ausstieg, dass sie auch die Nachbarländer überzeugen wollte, auszusteigen. Das heißt also, die Regierung hat Lobbyarbeit geleistet. Und insbesondere ist es eben auch wirklich auf diese Lobbyarbeit zurückzuführen, dass die Schweden letztlich beschlossen haben, auch ein Atomkraftwerk zu schließen, ganz in der Nähe der dänischen Grenze. Einfach weil die Dänen so lange Stress gemacht haben, dass die Schweden dieses Problem einfach irgendwann nicht mehr haben wollten. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir schließen dieses Atomkraftwerk jetzt. Natürlich ist das auch letztlich eine Rhetorik, in der man sich dann gegenseitig immer weiter reinsteigert und sich bestärkt. Natürlich gibt es eine NRO, die sich dann auf eine andere NRO beruft und eine andere NRO beruft sich wiederum auf eine internationale Vereinigung. Das heißt also, diese ganze Rhetorik wurde natürlich auch von den NROs wieder aufgegriffen. Das hat sich gegenseitig bestärkt. Ja, ich denke, wir können jetzt auch Beiträge aus dem Publikum entgegennehmen. Wow, da gibt es einige offenbar. Gut, wir hatten also ein gemischtes Podium, ein gemischtes Panel, was die Wahl der Sprachen betrifft. Sie können also einfach wählen, ob Sie auf Deutsch oder auf Englisch Fragen oder einen Kommentar abgeben möchten. Ich glaube, Lutz zuerst mal, dann Anna und dann Frank. Lutz Metz, Freie Universität Berlin. Drei Anmerkungen. Eine zur Energiewende, dem Begriff, dann ein bisschen Hintergrund zum Stromeinspeisegesetz. Und zum Schluss auch noch mal was zu Dänemark. Bei der Energiewende hätten wir in der Sitzung davor
ein bisschen präziser sein wollen, sollen, weil er hat etwa hat 1975 Ende oder Wende publiziert. Das heißt, und er hat es dann mit Begriffen wie Umsteuern auch klar gemacht, dass es also eine andere Richtung sein soll. Dann kam 1979 die erste Studie von Florentin Krause, der damals Mitarbeiter im Öko-Institut war, und da tauchte dann der Begriff Energie-Wende im Titel auf. Die Buchpublikation, wo dann noch drei Autoren dazu kamen, hatte den Untertitel Sichere Energieversorgung ohne Mineralöl und Uran. Ja, also das war sozusagen die klare, das klare Szenario, dass da kein Uran und auch kein Öl in der Zukunft mehr verwandt werden sollte. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer wichtiger Studien, die veröffentlicht wurden, ehe der Begriff dann weiter in die Politik kam. Nur zwei von Hennecke und anderen veröffentlicht, Energiewende mit dem Schwerpunkt, dass die Kommunen die Energieversorgung wieder übernehmen sollen. Das war sozusagen ein anderer Ansatz für Energiewende. Und dann von den Grünen selber, das grüne Energiewende-Szenario, gibt es sogar in zwei Ausgaben. Einmal vor dem Fall der Mauer, einmal nach dem Fall der Mauer. Ja, also das, das sind Sachen, die die Energiewende-Diskussion eigentlich vorangebracht hat. Und das sollte, auch wenn das nicht im Parlament in der Form dann diskutiert wurde, vielleicht doch mit eingearbeitet werden. Zum Stromeinpreisegesetz, so ist richtig gesagt worden, das war vor allem zur Sicherung der kleinen Wasserkraft durchgepusht worden. Die Versuche der damaligen zwei grünen Bundestagsabgeordneten, das auch mit der SPD zu machen, scheiterten am Widerstand der Kohlelobby innerhalb der SPD-Fraktion. Das führte aber dann dazu, dass sowohl aus Schleswig-Holstein, die nach Dänemark guckten, dass es da schon Windmühlen gab, die funktionierten, und eben in Bayern die kleinen Wasserkraftbetreiber von der Allmacht der großen Stromkonzerne gebeutelt eine andere Vergütung haben wollten. Und insofern hat das Stromeinspeisegesetz, was dann 91 in Kraft tritt, das Gesetz ist eigentlich von 90, dazu geführt, dass die kleine Wasserkraft überlebt hat. Ab Mitte der 90er Jahre wurde dann von den Finanzbehörden der Betrieb von Windanlagen nicht mehr als Hobby wie Briefmarken sammeln und ähnliches betrachtet, sondern als Gewerbe. Und das führte dazu, dass der Banksektor Kredite geben konnte, weil die Einspeisevergütungsregelung war für die Banken dann auch interessant. Sie waren sicher, dass sie das, was sie als Kredit geben, zurückgehen. Dann ging eigentlich erst langsam der Windboom los, und zwar dann doch schneller als gedacht, weil dann, als Rot-Grün die Bundesregierung übernommen hat, dann doch in einigen Bundesländern oder zumindest in Schleswig-Holstein diese berühmte 5%-Hürde überschritten war und dann die Stromkonzerne versucht haben, das über den Europäischen Gerichtshof zu kippen, was ihnen aber nicht gelungen ist. Und dann kam erst das EEG und hat dann das erste Mal überhaupt auch einen Zielwert ins Gesetz geschrieben, dass im Jahr 2010 10% der Stromerzeugung erneuerbar sein sollen, was dann aber schon 2005 erreicht war. So, das nur mal zu den Effekten des Stromeinspeisegesetzes. Das zu Dänemark will ich noch ein bisschen Hintergrund sagen. Also es gab für 7 Standorte Planung, Atomkraftwerke zu errichten. Es wurde dann allerdings auch relativ früh überlegt, wo tun wir den Atommüll hin? Und dann hat man nach Deutschland geguckt. In Deutschland war die Diskussion nur auf Salzstöcke konzentriert. Dann hat man die dänischen Salzstöcke untersucht und festgestellt, keiner geeignet.
Und damit war eben eigentlich klar, technisch nicht machbar, wenn wir das auch noch auf eigenem Territorium lagern müssen. Und dann sind eben schon 1985 die Entscheidungen gefallen, diese Atomkraftwerke aus der Energieplanung wieder rauszunehmen. Ja. Für Jan Henrik noch als Tipp, ich würde deutlich mehr noch betonen den Stellenwert der alternativen Energiepläne. Also die Regierung hat Energiepläne veröffentlicht und aus der Alternativbewegung kamen dann alternative Energiepläne. Das war vorher schon in Schweden passiert, die Dänen haben es dann auch gemacht. Und die hatten dann doch einen großen Einfluss, weil dann die Administration wieder darauf reagieren musste. Und dadurch kam dann überhaupt eine andere Energiepolitik zustande. Zurzeit stehen die Dänen durch die Windenergie bei 45% Windstrom an der Stromerzeugung. Also das heißt, das ist nicht nur in Deutschland eine Entwicklung, die interessant ist, sondern auch bei unserem nördlichen Nachbarn, die eben doch anders strukturiert sind. Der wichtige Punkt ist der, das, was unsere EVUs nie gemacht haben, nämlich das Netz so auszubauen, dass auch dezentral eingespeist werden kann, das ist in Dänemark immer gemacht worden. Und deswegen hatte man da technisch keine Probleme. Dass Ost- und West-Dänemark erst vor ein paar Jahren überhaupt strommäßig verbunden worden sind, ist die andere Ironie des Schicksals, weil das war vorher, wurde es als zu teuer gesehen, da ein gemeinsames Netz herzustellen. Ich möchte, dass ihr jetzt erstmal nicht antwortet, sondern in Anbetracht. Ja. Vielleicht kommt jetzt Anna Veronika. Ja, danke schön. Zwei Punkte. Das eine ist nochmal zur Begriffsgeschichte der Energiewende, der andere zur Frage der Transnationalität. Und bei der Begrifflichkeit fällt mir doch auf, dass dieses Wort von der Energiewende im angelsächsischen Bereich meistens als Energy Transition übersetzt wird, ja, also als Übergang. Das ist ja eigentlich semantisch eine ganz andere Geschichte. Und ich frage mich, ob wir nicht vielmehr auch so in einem deutschen begriffsgeschichtlichen Kontext und auch im Kontext der politischen Sprache der späten 70er und 80er Jahre nachdenken müssen. Denn es gibt auch die geistig-moralische Wende, mit der die Regierung Kohl-Genscher antritt, ja, die damals als große inszenierte, dann aber auch stecken gebliebene geistig-moralische, also konservative Erneuerung der Bundesrepublik gedacht war. Und es gibt immerhin die Wende von 1989. Ne? Also offensichtlich scheint in der deutschen politischen Sprache, dass sich Wenden und nach Möglichkeit es mit einer ganz großen Wende ganz besonders gut zu machen, sehr etabliert zu sein. Und in anderen Ländern scheint es viel mehr auf Transition, ja, also auf Übergangsprozesse hinauszulaufen. Aber es wird meistens, also ich habe in vielen Übersetzungstexten, finde ich immer Transition, deswegen frage ich ja. Herr Metz, Sie sollten das vielleicht der Welt erklären, denn das ist, glaube ich, so noch nicht. Und daran schließt sich implizit eigentlich meine zweite Frage an, nämlich die Frage der Rolle, der internationalen Rolle Deutschlands als grüner Primus oder eben Energieprimus. Also wenn man sich guckt, was ist die Position eines Klassenprimus in der Klasse, der wird bewundert, der wird mit Skepsis von der Seite betrachtet und er wird auch gehasst. Und ich habe den Eindruck, genau das ist momentan das Problem, was Deutschland in der Welt hat. Ja, es gibt Bewunderer, also wirklich euphorische Bewunderer, dass ein Industriestaat diese Sache hinlegt. Ich zitiere hier nur einen ukrainischen Atomingenieur, der mir sagte, ein Land, was seine Hauptstadt verlegen kann, kann natürlich auch sich leisten, 14 Kernkraftwerke abzuschalten. Ja. Also das ist eine Bewunderung sogar von der Gegenseite im Sinne von dieses Can-Do der Deutschen wird dann in diesem Falle bewundert. Es gibt aber, und darüber habe ich auch selber publiziert, in Osteuropa zum Beispiel extreme Skepsis. Und es gibt bei den direkten Nachbarn extreme Skepsis, vor allen Dingen bei den Nachbarn, bei denen ständig der überflüssige Windstrom im Netz landet. Und es gibt nicht zuletzt eine ökonomische Skepsis, denn Dänemark und Deutschland, die beiden Primusse, haben die höchsten Strompreise in Europa und andere Europäer möchten das erklärbar machen. Ja? Das heißt, es gibt doch bei dieser Primusrolle, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu diskutieren. Die ist, wir haben eben schon gesprochen von der normativen Grundhaltung unserer Forschung zur Energiewende.
Diese Primus-Rolle wird für meine Begriffe zu wenig diskutiert, ne, weil sie wird für wünschenswert gehalten, aber die Frage ist, ob sie auch der Wirklichkeit entspricht, die ist noch nicht endgültig beantwortet. Danke. Und jetzt soll sich gleich Frank Bösch anschließen, bitte. Ja, danke. Als Experte für die CDU kann ich gleich ergänzen. Also der Begriff der Wende kommt 74 auf, eben von, jetzt hört sie gar nicht zu. Okay, dann, ich lasse es dann einfach. Also der kommt 74 von den Konservativen auf und ist dann eher eine Zuschreibung Anfang der 80er Jahre. Aber ich würde, glaube ich, gar nicht von dem Begriff der Energiewende unbedingt ausgehen, weil der in der Tat sehr, sehr spät erst aufkommt. Ich habe eben gerade mit Spiegel nochmal kontrolliert in der Volltextsuche, also selbst in den 90er Jahren nicht gebräuchlich, sondern eher von dem Konzept. Und da fällt auf, dass beide Papiere Energiewende sehr stark von der Abkehr von der Atomenergie, also in die Geschichte der Atomenergie eingelassen haben, was natürlich das Thema auch hier ist. Aber ich würde stärker für einen Aufsatz oder Ähnliches die zweite Spur machen, die in der Anfangszeit eigentlich viel deutlicher ist. Das Ausbauen von erneuerbaren Energien steht erstmal im Kontext der Ölkrisen der beiden. Und nach beides Mal, nach 73 und nach 79, nach den beiden großen Ölkrisen, gibt es eine sehr, sehr starke, nicht nur Rhetorik, sondern auch konzeptionellen Diskussionen, eben wie alternative Energien gefördert werden können. Und ich kann es für 1980 sehr, sehr deutlich sagen, dort gibt es Konzepte, die immer davon ausgehen, dass im Jahr 2000 der Anteil der alternativen Energie so groß sein kann, dass man dann eben von der Atomkraft eben auch zurücktreten kann. Wobei weniger an Wind gedacht wird, interessanterweise, sondern in den Berechnungen auch des Wirtschaftsministeriums von Sonnen- und Energie vor allen Dingen ausgegangen wird. Und also insofern, also hier eine Spur, die übrigens auch, und das wäre vielleicht mein zweiter Punkt, speziell an Minas Papier, der auch bei den Christdemokraten aufgegriffen wird. Auch die sprechen hier von einer Übergangstechnologie. Wir brauchen die Atomkraft so lange noch, bis wir technisch so weit sind um 1980. Das ist natürlich, man kann sagen, erstmal nur eine rhetorische Floskel, die man nicht ernst nehmen muss. Nach dem Motto, heimlich wollen sie doch natürlich viel mehr Atomenergie. Aber die Rhetorik selbst verselbstständigt sich. Sie schafft eine Erwartung, dass es möglich ist, in 20 Jahren eine alternative Energie auszubauen, was dazu führt, dass dann 1994 im CDU-Grundsatzprogramm ja von der ökologischen Marktwirtschaft eben auch entsprechend gesprochen wird. Das heißt also, die Rhetorik verselbstständigt sich in gewisser Weise und führt zum breiteren Diskurs, den ich hier auch aufnehmen würde. Also erster Punkt Ölkrise, zweiter Punkt spezieller zu Jan-Henrik Meyer. Finde, im Anschluss an die Diskussion heute Morgen zeigt das wunderbar, wie begrenzt der Blick doch der alternativen Bewegung in der Bundesrepublik auf die sozialistischen Staaten war. Denn mir ist nicht bewusst, dass die große Atomkraftbewegung, die in Gorleben und so weiter so dicht an der Grenze mobilisiert, Unterschriften gegen DDR-Kernkraftwerke gesammelt hat. Oder ich weiß nicht, kennt jemand anders Beispiele, also wo 160.000 Unterschriften gegen Atomkraftwerke nebenan gesammelt werden. Während natürlich gegenüber Frankreich wir dauernd diese enge Kooperationen haben, eben seit den frühen 70er Jahren. Und insofern fand ich dieses dänische Beispiel ganz, ganz toll, um klarzumachen, was eigentlich nicht gemacht wurde. Natürlich ist Petra Kelly und einzelne Grüne sind auch nach Ostberlin gereist, aber hier eher doch auf die Friedensbewegung bezogen. Aber trotzdem, wenn man fragt nach den Konsequenzen, dann würde ich vielleicht einen Gedanken noch reinbringen, dass mit Tschernobyl und dann eben auch dem neuen Blick auf die sozialistische Atomkraft, die sozialistischen Atomkraftwerke so diskreditiert werden, führt ja dazu, dass 1990 als erstes in Ostdeutschland eine Energiewende durchgeführt wird, nämlich dort werden die Atomkraftwerke alle geschlossen. Und das war gar nicht so selbstverständlich. In Lubmin gab es ja durchaus, es gab ja einen Teil der Blöcke, war ja durchaus moderner eben. Also ein Teil musste man wahrscheinlich schließen, aber da sagt auch die Fachliteratur, die wir haben, also hätte man auch modernisieren können. Aber hier wird dieser Schritt gewählt und ich glaube, diesen ostdeutschen Ausstieg aus der Atomenergie in der Nachfolge von der Tschernobyl-Debatte, die Atomkraft im Sozialismus diskreditiert, wäre etwas, was man hier einlesen könnte. Ich bitte euch trotzdem noch die Füße stillzuhalten. Da hinten ist noch eine Wortmeldung, bei der ich es dann auch vielleicht belassen würde. Und dann könnt ihr antworten. Ja, schönen guten Tag. Markus Hirsemann ist mein Name. Ich komme aus einem NGO-Background und arbeite heute unter anderem im Kommunikationsbereich für Naturstrom, also für einen Ökostromanbieter.
Über die ganze Veranstaltung ist ja häufig dieser Begriff der Demokratie auch immer wieder aufgekommen. Und was mir so ein bisschen in dieser Debatte der Energiewende jetzt auch zum Schluss ein bisschen fehlt, ist diese Aufarbeitung des Aspektes, was für ein Potenzial von Demokratisierung des Strommarktes in der Form der Energiewende liegen kann, wenn man sie, ich sag mal, in der Richtung ausführt, in der sie ursprünglich mal angesetzt war unter Hermann Scheer und so weiter in diese Richtung, wo sich das Anfang der 90er Jahre entwickelt hat. Da würde ich ganz gerne eigentlich auch von den Referenten ganz gerne nochmal einen Satz zu hören. Das würde mich freuen. Okay, dann belassen wir es dabei und ich bitte euch um knackig kurze Antworten. Knackig und kurz, ja, kann ich besonders gut. Nein, die Frage dieses demokratischen Aspekts, dieses Small Scale, jeder, also in kleinen Einheiten gegen die Atom-Dinosaurier, gegen die großen Energiekonzerne, das ist halt sowohl in der dänischen als auch, ich hatte mir auch Quellen zur internationalen erneuerbare Energien Organisation angeschaut. Das ist ein ganz, ganz starker Impetus da drin. Und das ist halt auch politisch ja ein sehr stark die Debatte bis heute prägen. Ne? Also die letzte Reform der Stromeinspeisung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die jetzt mit Ausschreibungen funktioniert, diskriminiert solche Player, so liest man, die kleiner sind und an solchen Ausschreibungen nicht teilnehmen können, während das alte Einspeisegesetz das eben ganz einfach gemacht hat, das zu finanzieren. Vielen Dank für den Kommentar zur DDR, Energiewende von 1990 und der Diskreditierung der Ostkraftwerke. Das ist ein ganz spannender Punkt, den ich sicherlich mit aufnehmen kann, sozusagen, wenn ich mir die Konsequenzen anschaue und auch der Vergleich zur deutschen Bewegung. Das würde ich nochmal überprüfen vielleicht, ob es da irgendwas gegeben hat, aber dieser Vergleich ist ganz spannend. Vielen Dank. Yes, thank you. Very many comments. Vielen Dank für die vielen Kommentare. Ich möchte etwas dazu äußern über den Hintergrund des Konzepts der Energiewende. Ich glaube, das war alles sehr einschlägig, was viele von Ihnen gesagt haben. Im Bundestag, im Bundesparlament begann der Begriff der Energiewende erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre aufzukommen. Es mag vereinzelte Stimmen gegeben haben, die früher anfingen, aber die Archive des Bundestages sagen uns, dass der Begriff der Energiewende in größerem Umfang im Bundestag erst seit Ende der 80er Jahre verwendet wurde. Die Frage der früheren Verwendung des Wortes Energiewende im Bundestag, ja, ich glaube, das sagt etwas über die allgemeine dynamische Spannung zwischen der Öffentlichkeit und dem Bundestag. Der Bundestag ist ja nicht notwendigerweise stets das erste Forum, um aktuelle Themen zu besprechen. Dann die Übersetzung von Energiewende und Energieübergang. Das sind ja ganz unterschiedliche, völlig unterschiedliche Dinge. Energieübergang, das wurde auch in den frühen 90er Jahren verwendet, und zwar auch während der rot-grünen Koalition. Dasselbe gilt für diese Übergangsenergie. Das war sicher wichtig für die Argumentation der Christdemokraten und der Liberalen, insbesondere während der rot-grünen Bundesregierung, als sie anerkennen mussten, ja, vielleicht müssten wir unseren Standpunkt gegenüber der Kernenergie überarbeiten. Vielleicht mache ich mal hier einen Punkt. Vielen Dank für all die Kommentare und Fragen, die mir geholfen haben,
Ich glaube, was die Begriffsgeschichte angeht in diesem Wort Energiewende, und vielleicht ruht das auf beiden Fragen auf, die Sie gestellt haben, Veronika. Sie haben recht, dass es häufig als Energieübergang übersetzt wird. Aber jetzt hat die New York Times beschlossen, Energiewende einfach als Fremdwort zu nutzen. Und das bedeutet, das weist schon darauf hin, dass hier eine internationale Führungsrolle erkannt wird. Deswegen wollte ich auch fragen, wie konnte Deutschland wirklich ein solcher Vorreiter in der Energiepolitik werden, in der Umweltpolitik, oder warum wird es als solches wahrgenommen? Deswegen fand ich eben, konnte man diese Fragestellung aufwerfen, und das hat verschiedene negative und positive Aspekte haben. Die New York Times, die immer wieder über die Energiewende berichtet, spart keineswegs die vielen Probleme aus. Im Gegenteil, spricht sie immer wieder an. Ich glaube, die Tatsache, dass der Begriff oft auch in den 70er oder Mitte der 70er Jahre verwendet wurde, und auch die Tatsache, dass die Suche nach erneuerbaren nützlichen Energien durch die Ölkrise bedingt wurde, es hat alles seine Berechtigung. Ich glaube, es gibt eine Handvoll, vor allem in englischen Geschichten der Energiewende, eine Website, die Heinrich-Böll-Stiftung betreibt. Energietransition.de ist der Titel dieser Website. Hier werden die Energiewende-Geschichten so erzählt, wie Karl Haiger das meinte, als wäre das eine Art Graswurzelbewegung. Also es ginge um Demokratisierung. Die Basis übernimmt sozusagen das Heft des Handelns. Das wird darüber immer wieder gesagt, es gebe Basisinitiativen, die Wind- und Sonnenenergie ausgenutzt hätten, und das sei aus der Anti-Atomkraftbewegung gekommen. Aber es war nicht nur so, auch die Regierung war bereit, solche alternativen Energieformen zu fördern, auch im Gefolge der Ölpreisschocks. Das waren alles interessante Anregungen. Ich hoffe, ich konnte auf möglichst viel davon eingehen in dieser Kürze der Zeit. Vielen Dank. Sagen genau zu dem Kommentar von Frank Bösch. Genau, das, also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, hat mich auch ein bisschen jetzt mit Dänemark erstaunt, aber also die Kooperation zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland waren eben glänzend durch Abwesenheit. Das ist etwas, was die ostdeutsche Dissidenten immer wieder beklagt haben, dass sie keinen Anschluss finden und kein Gehör, außer bei Petra Kelly. Und genau wie du gesagt hast, da geht es um die Friedensbewegung viel mehr als um die Anti-AKW-Bewegung. Ich selber habe auch zu Ost- und West-Berlin gearbeitet, genau zu dieser Frage, ob es da Kooperationen gab. Und ich habe es vorher zu Marianne gesagt, da gab es eine Menge an Transfers, an Werten und solchen Sachen, aber gerade nicht an Kooperationen, obwohl die Westberliner natürlich rüber konnten, also es wäre gar kein Problem gewesen. Da gab es aber kein Interesse. Ich habe auch dazu Interviews geführt, die dann gesagt haben, wir haben da einfach auch keinen Bedarf gehabt, weil die für andere Dinge auch nochmal eingestanden sind und gekämpft haben, wo es sehr viel mehr um Demokratisierung, um Menschenrechte auch ging. Und vielen Westberliner Gruppen, in meinem Beispiel, ging es in erster Linie um tatsächlich Umwelt, Schöneberger Südgelände und solche Sachen. Da ging es tatsächlich nur um die Natur, und die haben da keinen Andockungspunkt gesehen. Und es ging sogar so weit, dass die Ostberliner Gruppen zwei Dependancegruppen sich gegründet haben in Westberlin, damit sie hier auch ein Standbein hatten, weil sie einfach niemanden gefunden haben, der sozusagen mit ihnen kooperieren wollte. Und es gilt auch fürs Bundesgebiet, beziehungsweise für eben, also auf dem Gesamtländerebene. Obwohl sie ja die kannten. Also in meinem Beispiel ist es ja so, dass Westberliner Leute denen auf die Ostberliner Leute hingewiesen haben. Ja, das stimmt. Die kannten sich zum Teil, und trotzdem kam es witzigerweise nicht unbedingt so. Okay. Also ich bedanke mich für dieses interessante Panel. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich habe jetzt noch den Auftrag, bevor wir das hier schließen, zu sagen, wir haben jetzt 5 Minuten Pinkelpause, und dann treffen wir uns hier wieder und machen unsere Schlussrunde. Ist das richtig? Genau. Okay.